sind Sie denn hier reingekommen? Durch die Tür. Sie sollten abschließen, bevor Sie Ihr Geschäft verlassen. Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist Peters, Ingo Peters. Ich hatte ein Zimmer reserviert. Anwill. Ja, willkommen in Münster, Herr Peters. Na gut, Herr Schmidt. Worum geht's? Meine Frau. Meine Nochfrau. Wir nehmen Entscheidung hier. Das ist sie. Elvira Schmidt also. Ich vermute, sie hat einen neuen Liebhaber. Aber wenn Sie schon in Scheidung leben, was interessiert Sie dann noch der Liebhaber? Ich glaube, der Typ hat viel Geld. Trotzdem soll ich Unterhalt bezahlen. Ich denke, die will mich abzocken. Und ich soll rausfinden, wer der Typ ist. Sie übernehmen. Wissen Sie, eigentlich mache ich solche Ehesachen nicht mehr. Ihr Laden, Herr Wilsberg, läuft er eigentlich gut? Hallo? Ja, ich bin jetzt im Hotel. Die Tochter vom Kriminalrat? Interessant. Wie lange bleiben Sie bei uns? Aber Beck, ich bin da mal weg, ja? Oh, Johanna. Hallo. Willkommen. Sehr erster Tag bei uns, ne? Ich kann mich leider nicht um Sie kümmern. Ich muss zu einer psychologischen Schulung. Stressabbau am Tatort. Ich bin sicher, Sie sind bei Oberbeck in den allerbesten Händen. Mit Sicherheit. Hey! Hey, hallo! Entschuldigung, aber das war mein Parkplatz. Na und, jetzt ist es meiner. Das ist eine Unverschämtheit. Dafür kann ich Sie verklagen, wissen Sie das? Tun Sie es doch. Meine Rechtsschutzversicherung freut sich schon. Echt toll, Herr Oberbeck. Es kommt darauf an, den Täter möglichst schnell kampfunfähig zu machen. Ich glaube, Sie haben ihn erschossen. Wir sind die Steuerfahndung, verdammt! Nicht die Caritas. Sicher, Herr Grabowski, aber die allgemeine wirtschaftliche Lage... Ich kenne die allgemeine wirtschaftliche Lage. Deshalb müssen wir uns doppelt anstrengen. Ich will Einsatz sehen! Gehen Sie den Leute ran, verdammt! Machen Sie sie fertig! Sie fertig machen? Ja, alle bescheißen uns. Die Großen mehr noch als die Kleinen. Und wir lassen sie auch noch laufen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir müssen handeln. Sozusagen in Notwehr. Hart und ohne Gefühlsduselei. Haben Sie mich verstanden? Na klar! Dann los! Ich will ja nicht Erfolge sehen! Wir handeln in Notwehr. Hart und ohne Duselei. Alles durchsuchen. Kehrt das Innere nach außen. Ich will ein Schlachtfeld sehen. Ja. Frau Herta Fiedler, Steuerfahndung Münster. Steuerfahndung? Wieso das denn? Hier ist doch Berliner Straße 71, oder? Ja. Ja. Und wo wohnt Frau Herta Fiedler? Das weiß ich nicht, wo Frau Herta Fiedler wohnt. Hier jedenfalls nicht. Wenn Sie mal meine Informationen besagen... Wollen Sie etwa überhaupt nicht lüge? Wollen Sie etwa überhaupt nicht Ihre falschen Informationen nach? Wenn Sie eine Frau Fiedler suchen, dann ja. Wer sagt denn, dass ich eine Frau Fiedler suche? Wen suchen Sie denn dann? Kehrer. Landmaschinenkehrer. Kehrer? Ja, sagte ich doch gerade. Wieso das denn? Rastersystem. Die fielen als Erster auf. Nur habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Wenn Sie mich also entschuldigen würden... Das mit dem Schlachtfeld verschieben wir. Landmaschinen, Kehrer, mach ich allein weiter. Sie sind jung. Sie sind ja noch auf der Polizeischule. Aber wir hier an der Front. An der Front? Aber wir sind doch hier in Münster und nicht in Bielefeld. Sie haben keine Ahnung, was hier so alles abgeht. Ja, wo bleiben Sie denn? Ich warte. Und nicht zu locker. Im entscheidenden Augenblick darf die Waffe nicht verrutschen. Naja, solche Momente kommen ja zum Glück nicht so oft vor. Das glauben Sie, Johanna. Alles fängt oft ganz harmlos an. Und dann...
Overbeck, kommissarische Leitung, Mordkommission Münster. Oh, ich weiß nicht. Bin ich da jetzt richtig verbunden? Aber hier versperrt schon seit Stunden ein Lieferwagen die Straße von unserer Bank. Befinden sich im Moment größere Summen in der Bank? Aber ich bin doch nur der Hausmeister. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Auffällige Personen, die sich ungewöhnlich verhalten? Also gerade eine Oma am Rollator. Ah, danke für den Hinweis. Aber sagen Sie, wann wird der Wagen denn jetzt abgeschleppt? Hallo, sind Sie noch dran? Ist was passiert? Noch nicht. Aber wir sollten uns kümmern. Und Sie meinen wirklich, dass die da einen Banküberfall planen? Falls ja, sollten wir etwas Tempo machen. Fahren Sie gerne schnell? Klar. Das Schuhmacher in Kerpen, Reich in Dülmen. Kreismeister im Kart. Sie haben es? Natürlich. Überzeugen Sie sich selbst. Entschuldigen Sie bitte. Hier ist Rauchen verboten. Sie das? Es war Gefahrenverzug. Ah ja. Den hast du ja übel erwischt. Ich sagte doch, es war Gefahrenverzug. Schon gut. Es ist mein
meine Tochter. Das ist meine Tochter. Ja, ja, ich weiß. Das war ihr erster Arbeitstag. Ich meine, die ist noch ein halbes Kind. Natürlich. Da kann man doch nicht. Natürlich nicht. Die hat doch noch gar nichts gehabt vom Leben. Nein, ja. Sie hat vom eigenen Kollegen schwer verletzt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nein. Das kann es einfach nicht geben. Nein, nicht. Warum? Ich frage Sie, warum? Warum ziehen Sie nicht endlich diesen dämlichen Bademantel aus? Verzeihen Sie, Herr Kriminalrat, ich bin es wohl zu sagen, in Unterwäsche. Anna? Nicht jetzt. Was wollten Sie sagen? Dass ich nicht glauben will, was ich hier sehe. Meine Tochter, ein unschuldiger Passant, ihr eigener Stellvertreter. Ja. Und Sie selber halb nackt am Tatort. Ich verspreche Ihnen, das wird nie wieder vorkommen. Ich fasse das einfach nicht. Verzeihen Sie, da ist ein wichtiger Zeuge. Herr Georg. Entschuldigung, habe ich Sie nicht eben in der Frau? Tag. Guten Tag. Ich möchte zu Elvira Schmidt. Zu wem bitte? Elvira Schmidt. Diese Dame hier, sie hat vor einer halben Stunde das Hotel betreten. Ja, sie wollte zu einem unserer Gäste, aber... Name und Zimmernummer. Das tut mir leid, da kann ich Ihnen leider keinerlei Auskunft geben. Hören Sie, Ihr Gast liegt verletzt draußen vor der Tür. Soeben ist Anna Springer eingetroffen. Kennen Sie die? Die Chefin der Mordkommission. Die Chefin der Mordkommission? Genau, das bin ich. Was gibt's denn, Georg? Sie sind beide von der Polizei. Nein, nur ich. Warum? Wer stellt mir hier die Fragen? Also Name und Zimmernummer. Aber ein bisschen zackig. Peters, Zimmer 218. Na also, warum denn nicht gleich so? Was ist? Wollen Sie noch was sagen? Anna, komm jetzt. Dieser Overbeck. Wie ein rohes Ei sollte er Johanna behandeln. Und was macht er? Ich hatte wirklich noch nie einen Nervenzusammenbruch. Noch nie, aber... heute? Wo fahren wir eigentlich hin? Was willst du mir zeigen? Es gibt einen komischen Zufall. Der Mann, den Overbeck über den Haufen gefahren hat, der hat so ein Foto. Ah, hier ist es. Observation beendet. Tja, Kira, das Ganze läuft nach einem ziemlich ausgeklügelten Computersystem, aber letzten Endes ist es ja nur eine Routineprüfung. Das will ich hoffen. Wir Keras waren schon seit über 60 Jahren in der Maschine. Und Carla, das sind Sie ja. Das ist Herr Thal... Kötter. Steuerfahndung Münster. Frau Bärhenke. Frau Bärhenke hat Prokura. Sie wird Ihnen bei allen Fragen weiterhelfen können. Ich werde mein Möglichstes tun. Da bin ich mir sicher. Und du hast sie also beschattet? Ja. Bis hierher? Ja, bis zur Halle. Oh mein Gott. Nein. Was ist denn? Wie lange laufe ich denn so schon rum? Naja. Ich glaube es nicht. Was für ein Tag. Nein. Sag mal. Verwischst du da nicht möglicherweise Spuren am Tatort? Was soll da noch groß zu verwischen sein? Das ist ein typisches Beziehungsdrama. Glaubst du? Klar. Die Sachlage ist eindeutig. Untreue Ehefrau trifft ihren Liebhaber im Hotel. Es kommt zum Streit. Liebhaber verliert die Nerven und... Jünger in 60 Minuten. Na toll. Wie ich bereits mehrfach betont habe, es war Gefahr im Verzug. Sie haben bei Ihrem Einsatz fast zwei Menschen getötet. Bitte keine voreiligen Schlüsse, das werden die Ermittlungen ergeben. Aber Sie saßen am Steuer. Es handelte sich um eine Signalfahrt mit Blaulicht. Würden Sie da fahren wie eine Oma am Rollator? Im operativen Geschäft, noch dazu bei Gefahr im Verzug, fährt man eben schnell. Da kann auch schneller was passieren. Das ist schlimm, das tut mir auch leid. Aber das sind eben, das sind unvermeidliche Begleitschäden. Sie meinen Schäden, die man billigend in Kauf nehmen muss? Ja, genau. Das ist unser harter, erbarmungsloser Polizeialltag. Wollen Sie damit sagen, wenn eine unbeteiligte Person durch Ihr Verschulden schwer verletzt wird, dann Sie ist wissen das... doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie wittern hier doch nur die große Story, oder? Enthüllungsjournalismus, was? Riskieren Sie täglich Ihr Leben? Nein. Sie schlafen nachts ruhig, Sie leben in Sicherheit, während ich ja das große Ganze im Auge habe. Meinen Sie, ich finde das toll, wenn irgendwie so ein Dödel vor die Karre läuft? Moment mal, bringen Sie da nicht etwas durcheinander? Außerdem, ich muss jetzt weg. So, wie gewünscht, die Spesenabrechnung vom dritten Quartal.
vom dritten. Ich wollte die Abrechnung vom zweiten Quartal. Sie wollten die vom dritten und da sind Sie. Hören Sie, Frau Bärhenke, ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass ich zu Ihnen gesagt habe, ich hätte gern die Abrechnung vom zweiten Quartal. Hätten Sie das gesagt, Herr Thalkötter, hätte ich Ihnen auch das zweite Quartal gebracht? Mein Name ist Thalkötter. Kötter mit 2 T. Ach ja, wie schade, es war so leicht für mich zu merken. Was? Als Eselsbrücke Ihr Name. Wovon reden Sie? Ein Hund, der durch das Tal streunt und überall hinpinkelt. Daran dachte ich bei Ihnen, also bei Ihrem Namen natürlich. Ja, danke, es langt. Und jetzt bringen Sie mir bitte sofort die Belege vom zweiten Quartal. Nein. Ach, Sie bringen sie mir nicht. Nein. Die Belege vom zweiten Quartal, die haben Sie schon. Sie liegen dort, direkt vor Ihnen. Ach so, ja. Na, dann ist ja gut. Erschossen. Ja. Vom eigenen Liebhaber. Möglicherweise. Was heißt möglicherweise? Sie haben mal gesehen, wie die beiden zusammen ins Hotel sind. Ja, aber es gab ja diesen Unfall direkt vor dem Hotel und... Was interessiert mich dieser Unfall? Ich bezahle Sie. Und ich will wissen, wer der Mann war, mit dem Sie ins Hotel ging. Sie klingen nicht gerade wie ein trauernder Witwer. Elvira war eine besondere Frau. Ich habe sie sehr geliebt. Bis heute. Ich will alles. Alles über den Mörder wissen. Alles. Wilsberg. Was Sie da getan haben, war ein großer Fehler. Ich bin immer noch am Leben. Nur Ihr Killer ist jetzt wohl etwas außer Form. Und wenn Sie jetzt nicht auf meine Forderungen eingehen. Ich werde die Story schreiben. Ich habe die Beweise. Dann denken Sie drüber nach. Ich gebe Ihnen nicht mehr viel Zeit. Peters, wo haben Sie denn gesteckt? Unser Redaktionsschluss interessiert wohl auch nur noch am Rande, oder? Ich war auf Recherche. Recherche? Was muss man denn für die Sitzung des Gewerbevereins Hiltrup-Russ recherchieren? Mann, Peter, Sie waren mal einer meiner besten Leute. Ihr Polizeiraser fährt Amok in der Innenstadt. Das wäre früher Ihre Geschichte gewesen. Da bin ich dran. Ich war dabei. Ich kenne die Hintergründe. Hm, wo ist die Story? Ich brauche noch ein paar Tage. Morgen. Ja, ich weiß. Bei Ihnen ist immer alles morgen. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie wittern hier doch nur die große Story, oder? Enthüllungsjournalismus, was? Riskieren Sie täglich Ihr Leben? Oh mein Gott. Nein. Sie schlafen nachts ruhig. Sie leben in Sicherheit, während ich hier das große Ganze im Auge habe. Meinen Sie, ich finde das toll? Das große Ganze? Hat er eben das große Ganze gesagt? Ja, sowas Ähnliches. Meine Tochter liegt im Koma, ein haarloser Passant liegt schwer verletzt auf der Intensivstation und der redet vom großen Ganzen? Wissen wir denn jetzt, wer der Mann überhaupt ist? Ja, Overbeck. Ich meine den Passanten. Ach so, nein, da ermitteln wir noch. Herr Landau, Sie haben mein vollstes Verständnis und mein Mitgefühl. Allerdings war es nur dieser eine klitzekleine lokale TV-Sender, der heute darüber berichtet. Ja, und morgen? Dann kommen die großen Sender, dann kommen die Revolverblätter und das halbe Internet. Es wird ein solcher Skandal, davon werden wir uns in 20 Jahren nicht erholt haben. Zwischen uns beiden herrscht vollständiges Einvernehmen, Herr Landau. Es ist klar, dass solche Aussagen nicht hinnehmbar sind. Aber unsere Presseabteilung... Der muss weg. Wer? Dieser Overbeck. Der muss verschwinden, weg von der Bildfläche. Irgendwohin, wo ihn keiner vermutet, keiner sucht und keiner findet. Ja, aber wohin? Das weiß ich auch nicht. Aber bei sich zu Hause darf der auf keinen Fall bleiben. Dort suchen die den als erstes. Und wir brauchen jemanden, der auf ihn aufpasst, der ihn quasi vor sich selber schützt. Ja gut, aber wer? Hallo Anna, ich war gerade in der Nähe. Was ich ganz vergessen hatte, dir zu zeigen, ist dieses Foto. Das hatte der Mann bei sich, den Overbeck über den Haufen gefahren hat. Störe ich? Nein, nein, du störst nicht, Georg. Und ganz im Gegenteil. Was meintest du? Wo hast du das Foto her? Ja, von dem Mann vor dem Hotel. Ist ihm aus der Tasche gerutscht. Und du hast es genommen und eingesteckt? Naja, zugeflogen ist es mir nicht. Das ist vorsätzliche Unterdrückung von Beweismitteln. Der Gesetzgeber sieht dafür eine Freiheitsstrafe vor. Nicht unter einem Jahr. Ich bin hergekommen, dir zu helfen. Dein Geständnis ist ehrenwert, lieber Georg, aber ich kann nicht umhin, noch heute ein Strafverfahren gegen dich einzuleiten. Ich darf mich verabschieden. Also, was willst du? Overbeck. Er zieht bei dir ein. Irre witzig, wir haben alle gelacht. Also, was willst du wirklich? Er wird für die nächsten 4-5 Tage bei dir untertauchen und du garantierst, dass er in dieser Zeit keinen Blödsinn macht. Willst du meine Antwort hören? Nein, der Umzug läuft morgen früh. Niemals, unter keinen Umständen.
Es wird Zeit, Overbeck. Brauchen noch Ihre Dienstwaffe. Ja, ja. Nix, ja, ja. Wo ist sie denn? Das weiß ich nicht so genau. Ah, das sollte Ihnen aber bald einfallen. Sehr bald. Hallo, Georg. Schöner Tag heute, ne? Wunderschön. Das ist Overbecks Autoschlüssel. Du bürgst mir dafür, dass er keinen Meter mehr fährt. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Haben Sie vergessen, Overbeck? Nur damit Sie es wissen. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich auch nicht. Das ist rein beruflich. Ich folge nur einer dienstlichen Anweisung. Ich ebenso. Was ist denn das? Ein Fernseher. Sowas gibt's bei mir nicht. Ich weiß, deswegen habe ich ihn ja mitgebracht. Hey! Sind Sie irre? Was machen Sie denn da? Ich baue mein Bett. Ja, aber doch nicht hier, mitten im Laden. Hier ist Platz. Hier verkaufe ich Bücher. Das ist hier ein Antiquariat und kein Campingplatz. Ich führe nur eine dienstliche Anweisung aus. Aber doch nicht hier vorne. Sie vergaulen mir die ganze Kundschaft. Kundschaft? Welche Kundschaft? Sie schlafen hinten. In der Küche. Wo? Ich finde, da stört es jetzt am wenigsten. Aber ist doch direkt vor dem Kühlschrank. Da ist ja eh nichts drin. Na und? Was ist, wenn ich mal einkaufen gehe? Das wäre ein ganz besonderer Tag, Georg. Bin vorne im Laden. Ich folge hier übrigens nur einer dienstlichen Anweisung. Ah ja? Ich dachte, Sie sind längst suspendiert. Suspendiert? Tja, bei den Schlagzeilen. Polizei fährt Amok? Die Unterzeile ist noch viel besser. Beamter hält Schwerverletzte für Begleitschäden. Da muss man natürlich sofort eine Gegendarstellung verlangen. Aber ich bin mir sicher, das hat die Anwalt längst in die Wege geleitet. Hm? Anwalt? Ich weiß, du wachst wieder auf. Du wirst wieder aufwachen und alles wird wieder so wie früher. Dafür wird jemand bezahlen. Das schwöre ich. Danke. Der Zucker fehlt. Haben Sie was? Das mit dem Zucker, das tut mir leid. Ich habe gerade erfahren, dass eine Mitarbeiterin von uns gestorben ist. Was, eine Freundin von Ihnen? Wir kannten uns. Wir haben ab und zu Kaffee miteinander getrunken. Sie war eine Sekretärin aus der Buchhaltung. Da drüben, da auf dem Bild, neben mir, da ist sie. Das war bei dem diesjährigen Firmenjubiläum. Was machen Sie da? Ich wasche ab. Abwaschen? Wieso? Weil ich hier schlafe und weil es gerochen hat. Wenn man schläft, riecht man nichts. Wo haben Sie eigentlich das ganze Zeug her? Haushaltsauflösung. Hier lag ein Brief. Ich brauchte Platz. Ja und? Sie können doch nicht einfach hier... Der Umschlag ist hier. Ups, der ist jetzt nass. Das sehe ich. Haben Sie den mal beschattet? Wen? Ja, den Typen hier. Wieso? Kennen Sie den? Klar. Ah. Woher? Na, vom Dienst. Ach. Ein Kollege? Sie blicken aber auch gar nicht durch. Also kein Kollege. Nein. Wie heißt er? Peters. Ingo Peters. War mal sowas wie der Polizeireporter für die Zeitung hier. Aus der Zeit kenne ich ihn. Arbeitet er noch bei der Zeitung? Keine Ahnung. Hab schon lange nicht mehr gesehen. Herr Overbeck? Was machst denn du da? Wir waschen ab. Wir? Gut, sind Sie soweit? Soweit für was?
fürs Mandantengespräch. Bitte was? Ja, unsere Kanzlei vertritt ab sofort die Interessen von Herrn Overbeck. Du? Du verteidigst Overbeck? Unsere Kanzlei, nicht ich. Bei einem Fall derartiger Brisanz... Aber das ist doch der Gipfel! Der Gipfel an Publicity-Geilheit! Nur um euren Namen mal in den Schlagzeilen zu sehen. Okay, ja, bitte. Wenn bestimmte Magazine dreimal am Tag über diesen Fall berichten... Und die beteiligten Anwälte interviewt werden... Dann ist das Journalismus auf unterstem Niveau, ich weiß. Aber dafür kann ich auch nichts. So können Sie sich jetzt bitte beeilen, meine Kollegen warten schon. Vergessen Sie das nicht. Wiederhören. Herr Peters? Ja? Kann ich Sie im Moment sprechen? Worum geht's? Es geht um Elvira Schmidt. Nie gehört. Sie kennen die nicht? Nein, wieso? Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Wilsberg. Ich bin Privatdetektiv. So, schön für Sie. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Sollten Sie aber. Sie haben im Hotel Cosmos ein Zimmer gebucht. Ich? Ja. Haben Sie leider falsch recherchiert. Und waren dann dort mit Elvira Schmidt, dieser Frau hier. Hören Sie, ich bin Journalist. Ich arbeite bei der Zeitung. Ich bin an vielen Orten. Ich treffe viele Leute. Aber die haben nicht anschließend alle ein Loch im Kopf. Haben Sie Angst vor Thorsten Schmidt? Vor wem? Thorsten Schmidt, Elviras Ehemann. Ehemann? Ja. Ich kenne all diese Leute nicht. Sicher? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Wilsberg. Antiquariat Wilsberg. Falls Sie doch mal was zu sagen haben, sollen Sie sich beeilen. Sind Sie Ingo Peters? Ja, verdammt. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Warum? Kriminalhauptkommissarin Springer möchte Sie sprechen. Anna? Wie bist du eigentlich auf Ingo Peters gekommen? Oh, das war schwierig. Der Meldezettel im Hotel, er hat ihn komplett ausgefüllt mit Namen und Adresse. Sie sind ja noch da. Ja, was kann ich dafür, wenn Sie so viele Landmaschinen verkaufen? Tja, die Agrarwirtschaft hat eben geboomt in den letzten Jahren. Ja, aber so wirklich viel verdient haben Sie ja trotzdem nicht. Nun ja, wie soll ich sagen, Herr Kehrer ist eben eher der konservative Unternehmertyp. Er hat sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr zurückgezogen. Zurückgezogen? Ja, aber dann gucken Sie sich mal diese Reisekostenabrechnung an. Hier, alles Flüge, Florida, Mauritius, Kapstadt. Das wären ja dann alles Urlaubsreisen, das kann ich so nicht akzeptieren. Herr Dahlgötter, wir haben Kunden in aller Welt. Ja, ja, die Exportliste habe ich hier. Holland, Belgien, Schweiz. Und dann sind da auch noch einige Flüge für zwei Personen. Mr. Kehrer, Mrs. Schmidt. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Hat er gestanden? Nein. Kennt er Elvira Schmidt? Ja, beruflich, von einer Jubiläumsfeier ihrer Firma. Welche Firma? Landmaschinenkehrer, Adresse steht im Telefonbuch. Aber wenn du glaubst, du könntest jetzt... Frau Springer, das ist unglaublich, das kam eben per Kurier. Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Suspendierung von Kriminalkommissar Overbeck. Dieser Typ, der fährt zwei Menschen ins Koma und statt Reue zu zeigen, dann nimmt er sich drei Anwälte. Mit vorzüglicher Hochachtung Alexandra Holtkamp. Ich schwöre Ihnen, diese Frau Holtkamp, die wird mich kennenlernen, und zwar richtig. Du sagtest, die Adresse steht im Telefonbuch? Wie, was, welche Adresse? Na und? Vielleicht war sie ja wirklich die Geliebte von ihrem Chef. Sowas soll vorkommen. Georg. Ecki. Was machst du denn hier? Nichts. Steuerprüfung, Konto. Ich wollte nur kurz ins Personalbüro. Oh, da muss ich Sie enttäuschen. Wir haben derzeit keine freien Stellen. Nein, das ist ein Missverständnis. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Carla Behenke, die Prokuristin der Firma. Tag. Privatdetektiv? Erschreckt Sie das? Nein. Es ist nur so, wir haben uns gerade über den Tod einer Sekretärin von hier unterhalten, die möglicherweise eine Beziehung mit ihrem Chef hatte. Elvira Schmidt? Woher wissen Sie das? Und die hatte Verhältnis mit ihrem Chef? Ja, ich kann es mir kaum vorstellen, aber möglich ist vieles. Die muss doch ganz hier in der Nähe gewohnt haben. Ja, das stimmt. Sie wohnt hier in der Nähe. Da ist jemand drin. Stimmt. Aber Elvira ist doch tot. Glauben Sie an Gespenster? Nein. Ich auch nicht. Haben Sie Angst? Nein, Sie?
Verdammt, Wilsberg. Können Sie nicht klopfen? Was soll das werden? Eine Party? Wieso? Suchen Sie gerade was zu trinken? Was machen Sie denn hier? Ich kann in meiner Wohnung machen, was ich will. Ich weiß jetzt, wer Ingo Peters ist. Ich habe den Beweis, dass Sie beiden was miteinander hatten. Eine E-Mail von Peters und Elvira. Darf ich mal? Elvira ist keine gute Idee, irgendjemandem von der Sache zu erzählen. Ist einfach zu riskant. Noch Fragen? Wer war denn das? Thorsten Schmidt, der Ehemann von Elvira. Ist was? Elvira war nie verheiratet. Sind Sie sicher, dass Elvira nicht verheiratet war? Ja, ich bin mir sicher. Wer war dieser Mann? Wo kommt der her? Keine Ahnung, habe auch nur seine Handynummer. Und er hat nichts mit Ihrer Firma zu tun? Nein. Da ist ja auch so ein Kalender. Was? Ja, den bekommt jeder Mitarbeiter jedes Jahr von der Firma. Aber der Monat stimmt ja nicht. Wir haben ja nicht August. Ach, Ecki! Trecker von hinten, Trecker von vorne. Was ist das denn? Sieht aus wie eine technische Zeichnung. Ist aus Ihrer Firma, Carla. Ja, das ist das Fahrgestell von unserem Mähdrescher mit den Steuerungsmodulen. Wir haben ein Patent darauf. Hat sich denn Frau Schmidt mit sowas befasst? Na, eher nicht, oder? War doch in der Buchhaltung tätig. Stimmt das? Ja. Glauben Sie denn, das hat etwas mit Ihrem Tod zu tun? Jetzt würde ich gerne mal das Büro von dieser Frau Schmidt sehen. Was jetzt? Da ist doch um die Uhrzeit kein Mensch mehr. Eben drum. Alles okay? Ja, ich kann nur langsam nicht mehr. Der erste Tod von Elvira und dann die Steuerfahndung, jetzt ein Privatdetektiv. Mir wird das alles zu viel. Ich glaube, ich komme nach Hause. Nein, von denen war es keiner. Sie sind sicher, dass keiner von denen Zimmer 218 gebucht hat? Der Mann, der sich Ingo Peters nannte, ist nicht dabei, nein. Na gut, dann eben nicht. Ich bin's. Sie werden mich einfach nicht los. Mein Name ist Wilsberg, Steuerfahndung, Finanzamt Münster, Römisch 1. Ein Kollege von mir hat wichtige Unterlagen hier vergessen in der Buchhaltung, im Büro von Elvira Schmidt. Schön. Dauert nur 5 Minuten. Ich weiß es nicht, ob... Wir brauchen die Akten heute bis Mitternacht, sonst endet eine wichtige Einspruchsfrist und Ihre Firma muss 3 Millionen nachzahlen. Wenn Ihr Chef dann erfährt, wem er das zu verdanken hat, dann... Okay. Guten Abend, Herr Kehrer. Guten Abend. Wer sind Sie? Mein Name ist Wilsberg. Und was machen Sie hier? Steuerfahndung. Finanzamt Münster, Römisch 1. Mein Kollege benötigt dringend eine Akte. Welche Akte? Diese Akte. Darf ich mal? Bitte. Und die braucht der Kollege unbedingt jetzt, mitten in der Nacht? Ja, es geht um eine dringende Fristverlängerung. Fristverlängerung. Für Putzmittelrechnungen des Reinigungspersonals. Ja, genau. Gemäß § 17 Absatz 6 der Gewerbesteuerverordnung
ist die Rechtmäßigkeit der Absetzbarkeit im Hinblick auf die dauerhafte Abschreibefähigkeit zu überprüfen. Ich würde gerne Ihren Dienstausweis sehen. Sie haben doch einen Dienstausweis. Nein. Wieso? Es war Gefahr im Verzug. Sie haben bei Ihrem Einsatz fast 2 Menschen getötet. Bitte keine voreiligen Schlüsse, das werden die Ermittlungen ergeben. Aber Sie saßen am Steuer. Es handelte sich um eine Signalfahrt mit Blaulicht. Würden Sie da fahren wie eine Oma am Rollator? Im operativen Geschäft. Noch dazu bei Gefahr im Verzug. Fährt man eben schnell. Da kann auch schneller was passieren. Aber das sind eben, das sind unvermeidliche Begleitschäden. Sie meinen Schäden, die man billigend in Kauf nehmen muss? Ja, genau. Das ist unser harter Erwartung. Wollen Sie damit sagen, wenn eine unbeteiligte Person durch ihn... Ist geschlossen. Mach auf! Ist wichtig. Ich muss zu Wilsberg. Der ist nicht da. Wann kommt er denn wieder? Keine Ahnung. Wir kennen uns doch. Ich bin Peters. Ingo Peters. Von der Zeitung hier in der Stadt. Und du bist, Mordkommission, richtig? Das ist ein Trick. Wie? Sie wollen mich aushorchen. Für irgendwie so eine Scheißgeschichte in Ihrem Blatt? Blödsinn. Ich hab dich nie in die Pfanne gehauen, auch damals nicht. Wie? Mal, wenn wir zusammen eingesoffen haben. Danach bist du sternhagelvoll immer noch ans Steuer. Ist doch lange her. Stimmt. Jetzt wohnst du hier? Nein. Wilsberg ist dein Freund? Nur vorübergehend. Ihr kennt euch? Naja, wir kennen uns. Ist ein guter Bulle, Overbeck. Ist mir damals schon aufgefallen. Schnell bei allem. Schnell mit der Karre, schnell mit der Knarre, schnell in der Kiste. Ist kein Wunder, dass die Sessel vorzeitig nicht zum Chef machen. Sag mal, dieser Wilsberg, kann man ihm trauen? Na ja. Ist kein krummer Hund? Wie man es nimmt. Weißt du, ich habe da nämlich ein kleines Problem. Deswegen suchen Sie einen Detektiv? Aber ich brauche irgendwie Schutz, verstehst du? Obwohl, eigentlich, vielleicht würde auch ein Anwalt reichen. Ja, eigentlich wäre ein Anwalt besser. Ja, kennst du vielleicht irgendeinen Anwalt, der irgendwie zuverlässig ist? Ein Anwalt? Ich kenne da so eine Kanzlei. Eine Kanzlei? Und? Hast du dich genug ausgeruht? Hallo, Anna. Du solltest auf Overbeck aufpassen. Los, komm. Komm mit, hopp. Ich gebe ja zu, so richtig macht das mit diesem Konstruktionsplan keinen Sinn. Doch. Wenn du glaubst, dass diese Frau nicht wegen einer Liebesaffäre getötet wurde, sondern weil sie Mähdrescher geklaut hat. Ja, vielleicht hatte sie ja was mit diesem Firmenchef, diesem Kehrer. Kehrer hat dich angezeigt wegen Einbruch, Amtsanmaßung, Diebstahl, Nötigung. Und nur weil ich dich erstmal aus der Zelle geholt habe, heißt das noch lange nicht, dass du aus dem Schneider bist. Eine Stunde habe ich auf diesen Staatsanwalt eingeredet. Eine Stunde. Oh, das sind doch alles nur Nebenschauplätze. Ach, Nebenschauplätze nennst du das? Dann rate ich dir dringend, such dir einen Anwalt für diese Nebenschauplätze. Und such dir einen guten. Hallo, Herr Peters? Ja, wir haben vorhin telefoniert. Genau. Nehmen Sie ruhig Platz. Man hat es mir empfohlen. Als besonders engagiert und zuverlässig. Tja, schön. Worum geht's denn? Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Nur zu. Ich bin ganz Ohr. Also? Das dann. Ja. Was ist das? Ein Umschlag. Ja, natürlich. Ich meine, was enthält er, wenn ich fragen darf? Ein paar Unterlagen. Gut. Sie sollen sie für mich aufbewahren. An einem sicheren Ort. Bis auf Weiteres. Ja, wie auch immer. Bei uns sind Ihre Unterlagen völlig sicher. Ich soll was? Ein Antrag auf Klageabweisung mit der üblichen Begründung. Vielleicht erweitert durch eine Unterlassungsklage. Weißt du, was das kostet? Was ist denn das? Das unterliegt anwaltlicher Schweigepflicht. Das mit der Schweigepflicht hast du bis heute nicht richtig verstanden. Wissen Sie denn? Wieso willst du das wissen? Ingo Peters, ich kenne den Mann. Ja, natürlich. Er hatte was mit Overbecks Unfall zu tun.
Fairer Deal? Mein Wissen gegen deins? Du fängst an. Der Mann, den Overbeck über den Haufen gefahren hat, der hat ein Foto von Elvira Schmidt dabei. Das ist ja ungeheuerlich. Ein richtiges Foto. Mensch, und Peters kannte die Schmidt. Mag sein. Worum geht's denn in dem Vorgang? Ich habe keine Ahnung. Wir sollen diesen Umschlag für Peter sicher aufbewahren. Das ist alles. Mehr kann ich dir nicht sagen und mehr weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, was immer da drin ist, hat was mit dem Mord zu tun. Wenn ich einen kleinen Blick reinwerfe, so ganz zufällig, während du einen Kaffee kochst. Finger weg. Ich koche keinen Kaffee, weil mich das nicht nur meinen Job, sondern auch meine Zulassung kostet. Und was das bedeutet, das weißt du ja. Das heißt, dieser Umschlag darf nie mehr geöffnet werden? Doch, natürlich. Im Rahmen einer offiziellen polizeilichen Ermittlung. Oder wenn es Peters dir erlaubt. Ich sag's ja. Zu viele Paragraphen verderben den Charakter. Holtkamp? Ja. Oh. Ja, ich bin sofort bei Ihnen. Ach du Scheiße. Sie hatten Besuch. Wer? Peters. Peters war hier? Ja, kurz. Was wollte er? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Der war besoffen. Hat nur blödes Zeug geredet. Blödes Zeug? Ja, da haben Sie beide sich ja prächtig verstanden. Hören Sie, die Springer ist gegen mich. Landau ist gegen mich. Sie sind gegen mich. Zwei Menschen sind wegen mir im Krankenhaus. Ich darf nicht mehr in meine Wohnung. Ich habe meinen Job verloren und meinen Führerschein. Und trotzdem mache ich hier Ihre Küche sauber. Hier war immer alles sauber. Ja? Ich bin außer Haus. Hallo, Herr Overbeck. Wollt ihr zu mir? Naja, unsere Kanzlei, also die Kollegen, haben etwas recherchiert und dabei sind neue Fragen aufgetaucht. Ach ja? Sagen Sie, die Gefahrenverzug, auf die Sie sich die ganze Zeit berufen. Kann es sein, dass es nur ein falsch geparkter Lieferwagen war? Polizei! Verkrachter Journalist. Betrunken. Deprimiert. Zieht die Bilanz seines Lebens um. Du glaubst doch nicht wirklich, dass es Selbstmord war. Vielleicht war es auch ein Unfall. Es werden die Ermittlungen ergeben. Anna, aber da war jemand. Ich habe genau gehört, dass... Ja, gehört. Aber nichts gesehen. Und ich sehe weit und breit kein Motiv für einen Mord. Und wenn es eins gibt, dann werden es... Dann werden es die Ermittlungen ergeben. Du bist lernfähig. Ich suche sie schon den ganzen Tag, Frau Springer. Overbecks Anwälte, das heißt, der Chef der Kanzlei, hat mich angerufen. Wahrscheinlich werden wir das Mandat niederlegen. Irgendwie hat dieser Overbeck den völlig verrückten Lügen aufgetischt. Auf jeden Fall sollten wir sofort unsere Strategie für morgen früh festlegen. Gut, ja. Ich bin ja allerdings noch mit der Spurensicherung beschäftigt. Apropos Spurensicherung, wissen wir inzwischen, woher die Cremereste aus dem Waschbecken vom Holzschalzimmer stammen? Und dieser schwer verletzte Fußgänger, haben Sie endlich herausgefunden, wie der heißt? Noch nicht, aber wir sind dran. Was heißt dran? Dran heißt nicht am Ziel, dran heißt irgendwo hinten dran. So wird das nicht, Frau Springer. Wenn wir das ramponierte Ansehen der Polizei wiederherstellen wollen, dann reicht dran einfach nicht. Was ist? Haben Sie nichts zu tun? Romantisches Plätzchen. Ich war früher immer gerne hier. Früher? Sind Sie sicher? Was gibt's? Sie haben da was liegen lassen. Bei Ingo Peters. Und? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Was soll denn passiert sein? Ingo Peters ist tot. Fenstersturz. Sie machen Witz. Sie waren noch bei ihm, oder? Ja. Warum?
Was genau haben Sie von ihm gewollt? Ich wollte ihn fragen, warum hast du Elvira umgebracht? Hattest du vor, dich auch zu erschießen? Warum hast du es nicht getan? Erzähl mir von dir und deinem ganzen armseligen Leben. Und hat er Ihnen geantwortet? Nein, hat er nicht. Dann haben Sie ihn gepackt und aus dem Fenster gestoßen. Wilsberg. Ich dachte mal, Sie sind ein guter Detektiv. Nein, Peters hat mich nur angewidert. Bin einfach gegangen. Einfach gegangen? Ja. Peters saß sturzbesoffen in seinem Sessel, als ich die Wohnung verließ. Vielleicht hat er ja später mal aus dem Fenster gekotzt und ist dabei... Klingt nicht gerade sehr mitfühlend. Ich weiß, ich habe eine etwas harte Schale. Aber ich will ihm was sagen. Im Grunde meines Herzens bin ich ein Romantiker. Immer wenn ich vom Winde verweht sehe, dann muss ich heulen. Ich habe den Film oft gesehen. Das letzte Mal mit Elvira. Wissen Sie, einige Ihrer Lügen könnte man fast glauben. Fast. Aber diese hier war zu dick. Sie waren nie mit Elvira Schmidt verheiratet. Wie bitte? Wer sind Sie wirklich? Mein Name ist Thorsten Schmidt. Ich bin der Ehemann von Elvira. Tja, das wird sich herausstellen. Wohl besser, ich verschwinde eine Zeit lang. Dann werden Sie erst recht zum Hauptverdächtigen. Sie sollten sich stellen und eine Aussage machen. Vielleicht. Mit extra viel Zucker. Langsam weiß ich ja um Ihre Vorlieben. Neulich der Besuch in Elvira Schmidts Wohnung wäre. Wir hätten Ihnen das nicht zumuten sollen. Ach, nein, ist schon gut. Sie haben sich verändert seitdem. Sie machen sich Gedanken, nicht wahr? Wissen Sie, das ist eine Firma mit einer sehr langen Tradition. Eine kleine heile Welt. Und plötzlich, da passiert sowas. Wie, Sie glauben, Elvira wurde vielleicht wegen dieser Sache hier getötet? Wegen einem Mähdrescherplan? Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber der Gedanke lässt mir trotzdem keine Ruhe. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie denn? Naja, wir gehen in Elviras Büro und sehen alles durch. Und wenn jemand fragt, sagen wir, das ist im Rahmen der Steuerprüfung. Schon wach? Ich kann nicht schlafen. Könnte ich auch nicht auf dem Stuhl da. Oder gibt's ein Problem? Nein. Gut, welches? Keins. Ich weiß, welches genau? Ihre Bekannte. Alex? Ja. Sie sagt, die wollen mich nicht länger verteidigen. Wer? Die Kanzlei? Mein Fall wäre hoffnungslos. Nicht gut fürs Renommee. Das hat Alex gesagt? Nein. Aber Ihre Kollegen aus der Kanzlei sagen das. Naja, wahrscheinlich nicht nur die. Alle werden es sagen. Ja, da ist was dran. Allen voran, Frau Springer. Anna? Naja, also, ich weiß nicht. Sie kennen die Springer nicht so, wie ich sie kenne. Zu Ihnen ist sie doch immer nett und freundlich. Sie sind Georg. Ich bin immer nur Overbeck. Overbeck, tun Sie dies. Overbeck, machen Sie das. Overbeck, lassen Sie das. Nie sagt sie auch nur einmal, Overbeck, das war klasse. Oder Overbeck, diesen Fall haben Sie wirklich toll gelöst. Haben Sie denn schon mal einen Fall gelöst? Nein. Aber ich darf ja auch nichts machen. Ich meine, ich kann gut schießen, ich kann gut fahren. Ja, das haben wir jetzt alle gesehen. Okay, ich habe Mist gebaut. Da leide ich auch drunter. Verdammt. Ich denke da oft dran. Es tut weh. Aber das ist auch nur passiert, weil ich nie was alleine machen darf. Immer nur hinterher dackeln. Und wenn die Springer mal nicht weiter weiß, dann fragt sie nicht mich. Dann fragt sie sie. Ah ja, finden Sie? Klar. Die Springer mag sie, sieht doch jeder. Naja, ich meine, man lernt sich so kennen im Laufe der Jahre und dann... Darf ich Sie mal was fragen? Klar. Was Privates? Wenn es sein muss. Sie sind verliebt in Frau Springer, nicht wahr? Goliath, so heißen unsere Mähdrescher.
nichts. Wie nichts? Ja, kein Online, kein Programm, nichts, null. Ja, aber das geht doch nicht. Wo sind denn die ganzen Korrespondenzen, die Abrechnungen? Das kann doch nicht alles weg sein. Alles gelöscht. Dieser Thorsten Schmidt in Elviras Wohnung, haben Sie den vorher schon mal gesehen? Carla, Sie? Ja, wir brauchten gerade noch ein paar Belege hier. Hier, in diesem Büro. Ja. Ich möchte Sie sprechen. Sofort. Es tut mir leid, Herr Wilsberg. Ich kann Ihnen nicht einfach Auskünfte über verstorbene Redaktionskollegen geben. Naja, wie gesagt, ich ermittle in Kooperation mit einer sehr renommierten Münsteraner Anwaltskanzlei. Herr Peters war Klient dieser Kanzlei und hat dort Papiere von etwas zweifelhafter Herkunft hinterlegt. Was für Papiere? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber vermutlich stehen diese Papiere in Zusammenhang mit einem Verbrechen. Was soll das heißen? Die Polizei hat gegen Peters ermittelt, wussten Sie das? Er stand unter Mordverdacht. Das erfinden Sie doch gerade. Peters war in irgendwas verwickelt, aber er war nicht allein. Da stecken noch mehr Leute dahinter. Vielleicht sogar ein Chefredakteur. Was reden Sie denn da? Einfach nur mein Eindruck. Journalist unter Mordverdacht und die Redaktion eine Mauer des Schweigens. Naja, dann werde ich das eben der Polizei berichten. Schönen Tag noch. Ja, halt, jetzt fahren Sie doch mal. Was genau wollen Sie denn wissen? Hat sich Peters in den letzten Wochen irgendwie auffällig benommen? In den letzten Wochen? Sie meinen wohl in den letzten Jahren. Sehen Sie das hier? Kaffee. Davon trinke ich ungefähr 2 Liter am Tag. Eine Zeitungsredaktion ist der pure Stress von morgens bis abends. Kaffee hilft. Alkohol nicht. Ach, Sie meinen, Peters hat getrunken? Er hat gesoffen. Halten Sie es für möglich, dass er ein Verhältnis hatte? Mit wem? Mit dieser Frau. Eher nicht. Warum? Peters war schwul. Er war wirklich mal ein guter Mann. Wir alle dachten, es ist nur eine Frage der Zeit, dass er nach Hamburg oder Berlin geht. Starreporter, Enthüllungsjournalist. Die ganz großen Skandale aufdecken, davon hat er immer geträumt. Aber er hat die Kurve nicht gekriegt. Erst trinkt man, weil man gut ist, dann trinkt man, weil man gut war. Worüber hat er denn zuletzt geschrieben? Schulchor singt im Altenheim, Tennisclub will weiter wachsen. Sudan-Bürgerkrieg sorgt für Missernten. Was ist das denn? Jetzt nicht von Peters, irgendein Agenturbericht. Warum hat er sich denn aufgehoben? Keine Ahnung, das wusste er wahrscheinlich selber nicht. War er schon so weich in der Birne? Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ich druck mir den mal aus, okay? Ja. Ich wollte das nicht, Johanna. Das alles. Es tut mir wahnsinnig leid. Wahrscheinlich wird es mich meinen Job kosten. Tja. Das war's dann mit der Polizeikarriere. Aber ich will nicht jammern. Ich bin gesund. Und Sie? Sie werden es hoffentlich auch bald wieder sein. Nein, Talpeter, das akzeptiere ich nicht. Nichts gefunden, gibt's nicht. Ich will nachzahlen, bis die Heide wackelt. Ansonsten brauchen Sie am Montag gar nicht erst anzutreten. Ja, Herr Grabowski, das ist nett von Ihnen. Auf Wiederhören. So, ja, das war's. Alles in Ordnung. Ich bin dann hier fertig. Begleite Sie noch hinaus. Was
Nochmal vielen Dank für Ihre Unterstützung. Keine Ursache. Es tut mir leid, dass Sie deshalb jetzt auch noch Ärger mit Ihrem Chef haben. Ach, das ist doch nicht Ihre Schuld. Doch, doch. Wenn mein Freund nicht aufgetaucht wäre, dann... Deshalb, als kleine symbolische Entschuldigung, Ihre ist ja kaputt gegangen. Hier ist... Ist nichts Wertvolles, aber vielleicht gefällt sie Ihnen ja trotzdem. Danke, die ist wirklich schön. Ja, wie gesagt, Sie müssen sie nicht tragen. Es sollte nur... Nein, ich leg sie gleich an. Vielleicht wird sie ja mein neuer Talisman. Mein Beschützer sozusagen. Doch, steht Ihnen wirklich gut. Falls wirklich noch was sein sollte, melden Sie sich. Ja? Auch außerhalb der Bürozeiten. Mach ich. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Carla. Abgeschaltet? Man kann auch sagen, ermordet. Und Sie glauben, dass ich... Ich glaube gar nicht. Aber Landau, tobt. Wieder eine Festnahme. Moment, mit welcher Begründung? Overbeck hat kein Alibi. Im Gegenteil. Er war zur Tatzeit im Krankenhaus. Ja, doch nur, weil ich Johanna besucht habe. Overbeck kennt doch diesen Mann gar nicht. Niemand kennt ihn. Doch, doch, die Identität steht fest. Harry Keitel. Sicherheitsfirma, Berlin. Kaum wisst ihr, wer er ist, schon ist er tot. Keine Verschwörungstheorien, bitte, Georg. Also... Sie waren zumindest in der Nähe des Krankenzimmers, Herr Overbeck. Ja, wusste ich doch. Johanna liegt gleich gegenüber. Ich habe mit ihr geredet. Sie haben mit ihr geredet, aber sie liegt im Koma. Ich sag jetzt nichts mehr ohne Anwalt. Wie Sie wollen, dann sagen Sie ihm nichts. Ich bin mal gespannt, was Landau dazu sagt. Ingo Peters. Was ist mit dem? Der Fall ist geklärt. Wie ich gesagt habe, ein Beziehungsdrama. Und der Täter hat sich selbst gerichtet. Sonst noch Fragen? Overbeck. Wann zieht er aus? Gar nicht, bleibt hier. Und du sorgst dafür, dass er die Küche nicht verlässt. Ja, Himmel, können Sie denn nicht aufpassen? Das ist mein Wagen! Nein, nein, nicht schon wieder Sie. Bitte nicht schon wieder. Fährt man rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum. Ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Ich schreibe Ihnen meine Telefonnummer auf. Das zahlt dann die Versicherung. Oder wollen Sie lieber eine falsche Visitenkarte? Ungezogen. Und Sie geben Ihre Schuld also zu, einfach so? Ja, mache ich. Und Sie dürfen mich auch Ecki nennen. Wo haben Sie das? Was? Na, die Zeichnung. Brauchen Sie die noch? Wieso? Auch nicht schon gut. Danke für die Telefonnummer. Tschüss. Was ganz Seltsames. Seltsames? Was soll an einem mätrischer Plan seltsam sein? Dieser Plan war versteckt. Und diese Frau von der Ecke erzählt. Georg, es geht hier um Liebe, Hass, Eifersucht. Es geht nicht um mätrischer. Und warum wurde Keitel im Krankenhaus umgebracht? Ich muss ja nicht alles mit allem zusammenhängen. Doch, muss es. Und deshalb musst du unbedingt auch diesen Umschlag öffnen lassen, den Peters bei Alex deponiert hat. Das bist du allein schon Overbeck schuldig. Was? Zu der Gutmachung. Meinst du, ich merke nicht, wie du ihn alle Jahre lang behandelst? Overbeck, tun Sie dies, Overbeck, tun Sie das, Overbeck, lassen Sie das. Nie ein Wort des Dankes, nie ein Wort der Anerkennung. Und jetzt, wo er wirklich mal deine Hilfe braucht, dann lässt du ihn hängen. Georg, so kenne ich dich gar nicht. Gut, das ist jetzt eindeutig eine polizeiliche Aktion. Ja, bitte. Dann schreiten wir mal zur Tat. Sensationell. Was ist es? Der Fall liegt klar. Möchtest du mal? Jetzt sag mal, was ist es denn? Eine Liste mit Namen. Hier, mit Ersatzteilen. Ersatzteile für was? Für Mähdrescher. Nicht wahr, Georg? Das ist eine lange Liste von Ersatzteilen für Mähdrescher. Ungefähr 300. Von der Firma Kehrer, so eine Art Exportliste. Alles sehr ordentlich. Name des Importeurs, Bank des Importeurs. Du bist ja auch nicht verwundert. Die Firma baut Mähdrescher, verkauft sie, sogar ins Ausland. Das ist alles? Deswegen macht dieser Peters so ein Geschiss drum?
Peters hat ein Alkoholproblem. Solche Menschen benehmen sich manchmal sonderbar. Ach, apropos sonderbar, Herr Overbeck, haben Sie Ihre Dienstwaffe wiedergefunden? Noch nicht. Ich kriege demnächst einen Nervenzusammenbruch, ich sag's euch. Auf Wiedersehen. Sind das wirklich nur Ersatzteile? Ja. Jedenfalls geht daraus hervor, wohin die wie viel geliefert haben. Sudan, Indien, Pakistan, das kann doch gar nicht sein. Ich habe die Ersatzteilliste in der Firma gesehen, da war nur Europa. Wofür brauchen die denn im Sudan Mähdrescher? Da ist doch eh nur Bürgerkrieg. Woher wissen Sie das denn? Kam mal in einem Schwarzenegger-Film vor. Bürgerkrieg? Moment mal. Was ist denn das? Ein Artikel. Haben die Aufständischen im Sudan plötzlich eine Vielzahl von mobilen Raketenwerfern eingesetzt, wobei vor allem die Zivilbevölkerung... Ja. Genau wie in dem Film. Offiziell haben die Elektronikteile für Baumaschinen geliefert. Aber in Wahrheit war es fürs Militär. Für Raketen und so ein Zeug. Gute Strategie. Alle verarscht und tierisch Kohle eingefahren. Nehmen wir mal an, Elvira Schmidt kommt irgendwie an diese Liste. Geht damit zu Ingo Peters, weil er einen Artikel schreiben soll. Waffenhandel in Münster oder so. Der hat eine bessere Idee, Erpressung. Und von da ab sind die beiden in Schwierigkeiten. Okay, und was ist mit den anderen? Also Keitel und dieser Thorsten Schmidt? Das wird uns jetzt der alte Kehrer erklären. Wieso uns? Soll ich dich etwa nicht mitnehmen? Dann nehme ich dich mit. Das klappt doch eh nie. Das ist doch alles völlig stümperhaft. Da müssen Fachleute ran. Nein, Carla, aber in Ihrer Firma läuft was verdammt Illegales. Ja, ich bin schon auf dem Weg. In circa 10 Minuten. Ja. Carla kommt auch mit? Ja, die kennt sich aus. Wenn Kira lügt, dann merkt sie es als Erste. Licht brennt. Er ist noch im Büro. Jetzt sind sie drin. Gut. Ich will Kira verhaften. Du wartest hier, bis Carla kommt. Ich? Wieso ich? Ich darf Leute verhaften. Du nicht. Kira? Kira? Carla. Es muss gerade eben erst passiert sein. Ich kam rein und da lag er da schon. Er hatte eine Waffe? Ja, noch einen Koffer. Ein Geständnis wäre besser gewesen. Ja, aber Selbstmord ist doch auch sowas wie ein Geständnis, oder? Ja, natürlich. Er hat nichts hinterlassen, nichts Schriftliches? Ich weiß es nicht. Er muss so am Ende gewesen sein. Haben Sie was rausgefunden? Ja doch, so wie es aussieht, ist Ihr Patent auch sehr gut für militärische Zwecke geeignet. Also ich bin jetzt kein Experte, aber... Ja, aber? Was ist denn? Ihre Kette. Was ist denn mit meiner Kette? Er hat sie in seiner Hand. Das ist doch Ihre Kette, oder? Er hat sich gewehrt, der Idiot. Es war ein hervorragendes Geschäft, die ganzen letzten Jahre. Krieg ist völlig krisensicher. Aber dann hat der alte Esel ein Verhältnis mit der Schmidt angefangen und sie eingeweiht, dieser Idiot. Ich lasse mir das Geschäft nicht von der kleinen Sekretärin kaputt machen und auch nicht von einem kleinen Finanzbeamten. Und jetzt? Kira hat erst sie erschossen und dann sich selbst. Das wird Ihnen nicht weiterhelfen, Carla. Wir haben die Liste. Welche Liste? Die Liste mit dem Namen Ihrer Kunden. Die werden begeistert sein, wenn Ihre Bankverbindungen und Adressen auf einmal öffentlich gemacht werden. Die werden sie jagen. Und die werden sie auch finden. Bleiben Sie stehen, verdammt! Sie bluffen, Sie haben nichts. Doch haben wir. 70 Stück in den Sudan zum Beispiel. Und weiter? Ich schlage vor, wir geben Ihnen die Liste. Sie lassen uns gehen. Warum sollte ich das tun? Weil jede andere Lösung ziemlich dämlich wäre. Vergessen Sie nicht, Waffenhändler sind böse Menschen. Okay. Die Liste und Ihnen passiert nichts. Ich gebe Ihnen 30 Minuten Zeit und keine Tricks. Was soll denn das jetzt, Overbeck?
Glauben Sie im Ernst, ich lasse bildfremde Leute mit meinem Auto fahren. Sagen Sie, Carla, womit hat Keitel Elvira Schmidt und Peters ins Hotel gelockt? Die haben tatsächlich geglaubt, die würden von ihm das Geld bekommen. Aber Peters entkam, wer hat ihn erledigt? Und Keitel im Krankenhaus, das waren Sie, oder? Halten Sie den Mund jetzt rechts. Nicht schlecht für eine Frau. Los. Egal was passiert, Sie bleiben hier drin. Und rühren sich nicht vom Fleck. Ja, ja. Sie sind der Chef. Sie näher. Halt! Legen Sie den Umschlag hin. Los, leg den Umschlag hin! Erst wenn die beiden frei sind. Alex, tu, was sie sagt. Los, darüber! Einfach abwarten. Frau Bärhelke. Waffe fallen lassen! Ganz ruhig, okay? Runter mit der Waffe! Okay. Ganz ruhig. Was ist jetzt, ja? Waffen runter. Weg? Es war Gefahr im Verzug. Na ja, zugegeben. Eine gute Nummer. Glaubst du, das war alles von ihm geplant? Ein gezielter Schuss, zack, peng. Ja, Oberbeck denkt so. Ja, könnte doch sein. Namen Herr Wilsberg. Namen der Talkütte. Sie glauben, die Sache ist vorbei? Sie irren sich, meine Herren. Sie irren sich gewaltig. Wir hassen Zeugen. Besonders Zeugen, die zu viel wissen. Zeugen bedeuten nämlich Papierkram. Und was meinen Sie, was wir wegen Ihnen für einen verdammten Papierkram haben werden? Papierkram? Natürlich. BKA besteht zu 80% aus Papierkram. BKA? Wer sind Sie? Unsere Namen tun hier nichts zur Sache. Wir ermitteln verdeckten Einsatz. Operation Krypton. Krypt was? Kryptonen sind spezielle Kondensatoren oder Hochgeschwindigkeitsschalter. Damit kann man bis auf die 10 Millionstel Sekunde genau extrem starke Stromstöße freisetzen. Zum Beispiel zum Zünden von Atombomben. Aber was hat das mit unseren Mähdreschern zu tun? Nichts. Aber mit dem Steuermodul, das Gera entwickelt hat. Dieses Bauteil eignet sich nämlich auch für die Steuerung von Sprengköpfen. Und dabei kann man es als harmloses Ersatzteil tarnen. Zum Beispiel als Einbau in einem Fahrgestell.
und damit alle Schurkenstaaten dieser Welt beliefern. Wofür uns dieser Plan hier den endgültigen Beweis gebracht hat. Dann habe ich also fürs BKA gearbeitet? Kurzfristig, ja. Der Vira Schmidt hat von ihrer Bewachung Wind bekommen, dann brauchten wir Ersatz. Ersatz? Und dafür nochmal besten Dank. Auch wenn wir uns offiziell niemals begegnet sind. Ach, nur was. Sie sollten Ihren Wagen in Zukunft immer abschließen. Und beim Parken besser aufpassen. Sag ich doch auch immer. Einfach besser aufpassen. War mir bei der Observierung des tatverdächtigen Keitel bewusst, dass sich zur Abwendung eines... Zur Abwendung eines Gewaltverbrechens durch den Tatverdächtigen, diesen unverzüglich außer Gefecht zu setzen hatte, die Tatsache, dass die mit dem tatverdächtigen Keitel kooperierende Carla Bärhenke, von dem im verdeckten Einsatz tätig gewesenen Kriminalkommissar Overbeck, zur Abwendung von Gefahr für Leib und Leben der Frau Hauptkommissarin Springer kampfunfähig gemacht wurde, beweist das weitsichtige und planvolle Handeln unseres Kollegen Overbeck. Dem dafür natürlich unser Dank und unsere Anerkennung gebührt. Wo ist denn Kommissar Overbeck gerade? Der ist im Moment... Er ist in einer wichtigen Besprechung. Aber ich soll wohl nicht dabei sein bei der Pressekonferenz. Ich glaube, Sie haben Angst, ich würde wieder nur Mist erzählen. Sie können mich ja jetzt nicht hören, aber ich erzähle es Ihnen trotzdem. In Wahrheit bin ich nur ein kleiner blöder Bulle, der immer nur machen muss, was die anderen sagen. Was reden Sie denn da? Ah, der Herr Overbeck. Ist das nicht wie ein Wunder? Johanna wacht letzte Nacht aus dem Koma auf und die Ärzte sagen, sie wird wieder ganz gesund. Hattest du einen schönen Mittagsschlaf? Ja, danke, Papa. Aber du musst Herrn Overbeck sagen, dass er kein kleiner blöder Bulle ist. Nein, im Gegenteil. Ihr Verfahren, Herr Overbeck, wird eingestellt. Wie Sie herausgefunden haben, dass diese Firma da im Waffenhandel tätig ist. Gratulation. Danke, Herr Kriminalrat. Die Stadt Münster, das ganze Land, wir alle, wir können wirklich stolz sein auf Beamte wie Sie, die alles aufs Spiel setzen, um das Wohl der Allgemeinheit zu schützen. Weiter so, Robert. Einfach immer weiter so. Tag, Oberbeck. Tag. Meine Sachen. Sind alle da. Oberbeck. Was ich noch sagen wollte. Vielleicht war ich manchmal ja doch ein bisschen zu unfreundlich zu Ihnen. Ich hasse Schleimer. Runter? Nö. Sander? Nichts. Overbeck ist back. Wir sind die Steuerfahndung, verdammt! Nicht die Caritas. Sicher, Herr Grabowski, aber die allgemeine wirtschaftliche Lage... Ich kenne die allgemeine wirtschaftliche Lage. Deshalb müssen wir uns doppelt anstrengen. Ich will Einsatz sehen! Gehen Sie den Leute ran, verdammt! Machen Sie sie fertig! Sie fertig machen? Ja, alle bescheißen uns. Die Großen mehr noch als die Kleinen. Und wir lassen sie auch noch laufen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir müssen handeln. Sozusagen in Notwehr. Hart und ohne Gefühlsduselei. Haben Sie mich verstanden? Na klar! Dann los! Ich will endlich Erfolge sehen! We'll be right back.
handelnde Notwehr. Hart und ohne Duselei. Alles durchsuchen. Kehrt das Innere nach außen. Ich will ein Schlachtfeld sehen. Ja. Frau Hertha Fiedler, Steuerfahndung Münster. Steuerfahndung? Wieso das denn? Hier ist doch Berliner Straße 71, oder? Ja. Ja. Und wo wohnt Frau Hertha Fiedler? Das weiß ich nicht, wo Frau Hertha Fiedler wohnt. Hier jedenfalls nicht. Wenn Sie mal meine Informationen besagen... Wollen Sie etwa überhaupt nicht lüge? Wollen Sie etwa überhaupt nicht Ihre falschen Informationen nach? Wenn Sie eine Frau Fiedler suchen, dann ja. Wer sagt denn, dass ich eine Frau Fiedler suche? Wen suchen Sie denn dann? Kehrer. Landmaschinenkehrer. Kehrer? Ja, sagte ich doch gerade. Wieso das denn? Rastersystem. Die fielen als Erster auf. Nur habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Wenn Sie mich also entschuldigen würden... Das mit dem Schlachtfeld verschieben wir. Landmarschierenkehrer, mach ich allein weiter. Sie sind jung. Sie sind ja noch auf der Polizeischule. Aber wir hier an der Front. An der Front? Aber wir sind doch hier in Münster und nicht in Bielefeld. Sie haben keine Ahnung, was hier so alles abgeht. Wo bleiben Sie denn? Ich warte. Und nicht zu locker. Im entscheidenden Augenblick darf die Waffe nicht verrutschen. Naja, solche Momente kommen ja zum Glück nicht so oft vor. Das glauben Sie, Johanna. Alles fängt oft ganz harmlos an. Und dann? Overbeck, kommissarische Leitung Mordkommission Münster. Oh, ich weiß nicht. Bin ich da jetzt richtig verbunden? Aber hier versperrt schon seit Stunden ein Lieferwagen die Straße vor unserer Bank. Befinden sich im Moment größere Summen in der Bank? Aber ich bin doch nur der Hausmeister. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Auffällige Personen, die sich ungewöhnlich verhalten? Also gerade eine Oma am Rollator. Danke für den Hinweis. Aber sag... Anna, komm jetzt. Dieser Overbeck. Wie ein rohes Ei sollte er Johanna behandeln. Und was macht er? Ich hatte wirklich noch nie einen Nervenzusammenbruch, noch nie, aber heute? Wo fahren wir eigentlich hin? Was willst du mir zeigen? Es gibt einen komischen Zufall. Der Mann, den Overbeck über den Haufen gefahren hat, der hat ein Foto. Ah, hier ist es. Observation beendet. Tja, Kira, das Ganze läuft nach einem ziemlich ausgeklügelten Computersystem, aber letzten Endes ist es ja nur eine Routineprüfung. Das will ich hoffen. Wir Kiras bauen schon seit über 60 Jahren nach Maschinen und Carla, das sind Sie ja. Das ist Herr Thal... Kötter. Steuerfahndung Münster. Frau Bärhenke. Frau Bärhenke hat Prokura. Sie wird Ihnen bei allen Fragen weiterhelfen können. Ich werde mein Möglichstes tun. Da bin ich mir sicher. Und du hast sie also beschattet? Ja. Bis hierher? Naja, bis zur Halle. Oh mein Gott. Nein. Was ist denn? Wie lange laufe ich denn so schon rum? Naja. Ich glaube es nicht. Was für ein Tag. Nein, nein. Sag mal... Verwischst du da nicht möglicherweise Spuren am Tatort? Was soll da noch groß zu verwischen sein? Das ist ein typisches Beziehungsdrama. Glaubst du? Klar. Die Sachlage ist eindeutig. Untreue Ehefrau trifft ihren Liebhaber im Hotel. Es kommt zum Streit. Liebhaber verliert die Nerven. Und... Jünger in 60 Minuten. Na toll. Wie ich bereits mehrfach betont habe, es war Gefahr im Verzug. Sie haben bei Ihrem Einsatz fast zwei Menschen getötet. Bitte keine voreiligen Schlüsse, das werden die Ermittlungen ergeben. Aber Sie saßen am Steuer. Es handelte sich um eine Signalfahrt mit Blaulicht. Würden Sie da fahren wie eine Oma am Rollator? Im operativen Geschäft, noch dazu bei Gefahr im Verzug, fährt man eben schnell. Da kann auch schneller was passieren. Das ist schlimm, das tut mir auch leid. Aber das sind eben
Das sind unvermeidliche Begleitschäden. Sie meinen Schäden, die man billigend in Kauf nehmen muss? Ja, genau. Das ist unser harter, erbarmungsloser Polizeialltag. Wollen Sie damit sagen, wenn eine unbeteiligte Person durch Ihr Verschulden schwer verletzt wird, dann Sie ist wissen das doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie wittern hier doch nur die große Story, oder? Enthüllungsjournalismus, was? Riskieren Sie täglich Ihr Leben? Nein. Sie schlafen nachts ruhig, Sie leben in Sicherheit, während ich hier das große Ganze im Auge habe. Meinen Sie, ich finde das toll, wenn mir irgendwie so ein Dödel vor die Karre läuft? Moment mal, bringen Sie ja nicht etwas durcheinander? Außerdem, ich muss jetzt weg. So, wie gewünscht, die Spesenabrechnung vom dritten Quartal. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Durch die Tür. Sie sollten abschließen, bevor Sie Ihr Geschäft verlassen. Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist Peters, Ingo Peters. Ich hatte ein Zimmer reserviert. Anblick. Ja, willkommen in Münster, Herr Peters. Na gut, Herr Schmidt. Worum geht's? Meine Frau. Meine Nochfrau. Wir nehmen Entscheidung hier. Das ist sie. Elvira Schmidt also. Ich vermute, sie hat einen neuen Liebhaber. Aber wenn Sie schon in Scheidung leben, was interessiert Sie da noch der Liebhaber? Ich glaube, der Typ hat viel Geld. Trotzdem soll ich Unterhalt bezahlen. Ich denke, die will mich abzocken. Und ich soll rausfinden, wer der Typ ist. Sie übernehmen. Wissen Sie, eigentlich mache ich solche Ehesachen nicht mehr. Ihr Laden, Herr Wilsberg, läuft er eigentlich gut? Hallo? Ja, ja, ich bin jetzt im Hotel. Die Tochter vom Kriminalrat? Interessant. Wie lange bleiben Sie bei uns? Oberbeck, ich bin da mal weg, ja? Oh, Johanna! Hallo. Willkommen. Ist Ihr erster Tag bei uns, ne? Ich kann mich leider nicht um Sie kümmern. Ich muss zu einer psychologischen Schulung. Stressabbau am Tatort. Ich bin sicher, Sie sind bei Oberbeck in den allerbesten Händen. Mit Sicherheit. Hey! Hey, hallo! Entschuldigung, aber das war mein Parkplatz. Na und, jetzt ist es meiner. Das ist eine Unverschämtheit. Dafür kann ich Sie verklagen, wissen Sie das? Tun Sie es doch. Meine Rechtsschutzversicherung freut sich schon. Echt toller Oberbeck. Es kommt darauf an, den Täter möglichst schnell kampfunfähig zu machen. Ich glaube, Sie haben ihn erschossen. Sie, wann wird der Wagen denn jetzt abgeschleppt? Hallo? Sind Sie noch dran? Ist was passiert? Noch nicht. Aber wir sollten uns kümmern. Und Sie meinen wirklich, dass die da einen Banküberfall planen? Falls ja, sollten wir etwas Tempo machen. Fahren Sie gerne schnell? Klar. Das Schuhmacher in Kerpen, Reich in Dülmen. Kreismeister im Kart.
Gottes. Das tut gut. Die totale Entspannung. Wunderbar. Sie haben es? Natürlich. Überzeugen Sie sich selbst. Entschuldigen Sie bitte. Hier ist Rauchen verboten. Sie das? Es war Gefahrenverzug. Ah ja. Den hast du ja übel erwischt. Ich sagte doch, es war Gefahrenverzug. Schon gut. Das ist meine Tochter! Ja, das weiß ich. Das war ihr erster Arbeitstag. Ich meine, die ist noch ein halbes Kind. Natürlich, da kann man doch nicht. Natürlich nicht. Die hat doch noch gar nichts gehabt vom Leben. Nein, ja. Sie hat vom eigenen Kollegen schwer verletzt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nein. Das kann es einfach nicht geben. Nein, nicht. Warum? Ich frage Sie, warum? Warum ziehen Sie nicht endlich diesen dämlichen Bademantel aus? Verzeihen Sie, Herr Kriminalrat, ich bin sozusagen in Unterwäsche. Anna? Nicht jetzt! Was wollten Sie sagen? Dass ich nicht glauben will, was ich hier sehe. Meine Tochter, ein unschuldiger Passant, ihr eigener Stellvertreter. Nein. Und Sie selber halb nackt am Tatort. Ich spreche Ihnen, das wird nie wieder vorkommen. Ich fasse das einfach nicht. Verzeihen Sie, da ist ein wichtiger Zeuge. Georg! Entschuldigung, habe ich Sie nicht eben mit der Frau... Ich möchte zu Elvira Schmidt. Zu wem bitte? Elvira Schmidt. Diese Dame hier, sie hat vor einer halben Stunde das Hotel betreten. Ja, sie wollte zu einem unserer Gäste, aber... Name und Zimmernummer. Das tut mir leid, da kann ich Ihnen leider keinerlei Auskunft geben. Hören Sie, Ihr Gast liegt verletzt draußen vor der Tür. Soeben ist Anna Springer eingetroffen. Kennen Sie die? Die Chefin der Mordkommission. Die Chefin der Mordkommission? Genau, das bin ich. Was gibt's denn, Georg? Sie sind beide von der Polizei. Nein, nur ich. Warum? Wer stellt denn hier die Fragen? Also Name und Zimmernummer. Aber ein bisschen zackig. Peters, Zimmer 218. Na also, warum denn nicht gleich so? Das ist, wollen Sie noch was sagen?
Wie sind Sie denn hier reingekommen? Durch die Tür. Sie sollten abschließen, bevor Sie Ihr Geschäft verlassen. Wer zum Teufel sind Sie? Mein Name ist Peters. Ingo Peters. Ich hatte ein Zimmer reserviert. Anwill. Ja. Willkommen in Münster, Herr Peters. Na gut, Herr Schmidt. Worum geht's? Meine Frau. Meine noch Frau. Will ihm Entscheidung hier. Das ist sie. Elvira Schmidt also. Ich vermute, sie hat einen neuen Liebhaber. Aber wenn sie schon in Scheidung leben, was interessiert sie dann noch der Liebhaber? Ich glaube, der Typ hat viel Geld. Trotzdem soll ich Unterhalt bezahlen. Ich denke, die werden mich abzocken. Und ich soll rausfinden, wer der Typ ist. Sie übernehmen. Wissen Sie, eigentlich mache ich solche Ehesachen nicht mehr. Ihr Laden, Herr Wilsberg. Läuft er eigentlich gut? Hallo? Ja, ich bin jetzt im Hotel. Die Tochter vom Kriminalrat? Interessant. Wie lange bleiben Sie bei uns? Overbeck, ich bin da mal weg, ja? Oh, Johanna. Hallo. Willkommen. Sehr erster Tag bei uns, ne? Ich kann mich leider nicht um Sie kümmern. Ich muss zu einer psychologischen Schulung. Stressabbau am Tatort. Ich bin sicher, Sie sind bei Overbeck in den allerbesten Händen. Mit Sicherheit. Hey! Hey, hallo! Entschuldigung, aber das war mein Parkplatz. Na und, jetzt ist es meiner. Das ist eine Unverschämtheit. Dafür kann ich Sie verklagen, wissen Sie das? Tun Sie es doch. Meine Rechtsschutzversicherung freut sich schon. Echt toller Overbeck. Es kommt darauf an, den Täter möglichst schnell kampfunfähig zu machen. Ich glaube, Sie haben ihn erschossen. Wir sind die Steuerfahndung, verdammt! Nicht die Caritas. Sicher, Herr Grabowski, aber die allgemeine wirtschaftliche Lage... Ich kenne die allgemeine wirtschaftliche Lage. Deshalb müssen wir uns doppelt anstrengen. Ich will Einsatz sehen! Gehen Sie den Leuten ran, verdammt! Machen Sie sie fertig! Sie fertig machen? Ja, alle bescheißen uns. Die Großen mehr noch als die Kleinen. Und wir lassen sie auch noch laufen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wir müssen handeln. Sozusagen in Notwehr. Hart und ohne Gefühlsduselei. Haben Sie mich verstanden? Na klar! Dann los! Ich will endlich Erfolge sehen! Wir handeln in Notwehr. Hart und ohne Duselei. Alles durchsuchen. Kehrt das Innere nach außen. Ich will ein Schlachtfeld sehen. Ja. Frau Hertha Fiedler, Steuerfahndung Münster. Steuerfahndung, wieso das denn? Wir, hier ist doch Berliner Straße 71, oder? Ja. Ja. Und wo wohnt Frau Hertha Fiedler? Das weiß ich nicht, wo Frau Hertha Fiedler wohnt. Hier jedenfalls nicht. Hören Sie mal, meine Informationen besagen... Wollen Sie etwa überhaupt nicht lüge? Wollen Sie etwa überhaupt nicht Ihre falschen Informationen nach? Wenn Sie eine Frau Fiedler suchen, dann ja. Wer sagt denn, dass ich eine Frau Fiedler suche? Wen suchen Sie denn dann? Kehra. Landmaschinen-Kehra. Kehra? Ja, sagte ich doch gerade. Wieso das denn? Rastersystem. Die fielen als Erste auf. Nur habe ich jetzt überhaupt keine Zeit. Wenn Sie mich also entschuldigen würden... Das mit dem Schlachtfeld verschieben wir. Landmaschinen, Kehra, mach ich allein weiter. Sie sind jung. Sie sind ja noch auf der Polizeischule. Aber wir hier an der Front. An der Front? Aber wir sind doch hier in Münster und nicht in Bielefeld. Sie haben keine Ahnung, was hier so alles abgeht. Ja, wo bleiben Sie denn? Ich warte. Und nicht zu locker. Im entscheidenden Augenblick darf die Waffe nicht verrutschen. Naja, solche Momente kommen ja zum Glück nicht so oft vor. Das glauben Sie, Johanna. Alles fängt oft ganz harmlos an. Und dann...
Overbeck, kommissarische Leitung Mordkommission Münster. Oh, ich weiß nicht, bin ich da jetzt richtig verbunden? Aber hier versperrt schon seit Stunden ein Lieferwagen die Straße von unserer Bank. Befinden sich im Moment größere Summen in der Bank? Aber ich bin doch nur der Hausmeister. Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Auffällige Personen, die sich ungewöhnlich verhalten? Also gerade eine Oma am Rollator. Ah, danke für den Hinweis. Aber sagen Sie, wann wird der Wagen denn jetzt abgeschleppt? Hallo, sind Sie noch dran? Ist was passiert? Noch nicht. Aber wir sollten uns kümmern. Und Sie meinen wirklich, dass die dann Banküberfall planen? Falls ja, sollten wir etwas Tempo machen. Fahren Sie gerne schnell? Klar. Das Schumacher in Kerpen, Reich in Dömen. Kreismeister im Kart. Sie haben es? Natürlich. Überzeugen Sie sich selbst. Entschuldigen Sie bitte. Hier ist Rauchen verboten. Das? Es war Gefahrenverzug. Ja, ja. Den hast du ja übel erwischt. Ich sagte doch, es war Gefahrenverzug. Schon gut. Es ist meine
Tochter. Das ist meine Tochter. Ja, ja, ich weiß. Das war ihr erster Arbeitstag. Ich meine, die ist noch ein halbes Kind. Da kann man doch nicht. Natürlich nicht. Die hat doch noch gar nichts gehabt vom Leben. Nein, ja. Sie hat vom eigenen Kollegen schwer verletzt. Das gibt's doch überhaupt nicht. Nein. Das kann es doch einfach nicht geben. Nein, nicht. Warum? Ich frage Sie, warum? Warum ziehen Sie nicht endlich diesen dämlichen Bademantel aus? Verzeihen Sie, Herr Kriminalrat, ich bin sozusagen in Unterwäsche. Anna? Nicht jetzt. Was wollten Sie sagen? Dass ich nicht glauben will, was ich hier sehe. Meine Tochter, ein unschuldiger Passant, ihr eigener Stellvertreter. Ja. Und Sie selber halb nackt am Tatort. Ich verspreche Ihnen, das wird nie wieder vorkommen. Ich verspreche... Ich fasse das einfach nicht. Verzeihen Sie, da ist ein wichtiger Zeuge. Herr Georg. Entschuldigung, habe ich Sie nicht eben in der Frau... Ich möchte zu Elvira Schmidt. Zu wem bitte? Elvira Schmidt. Diese Dame hier, sie hat vor einer halben Stunde das Hotel betreten. Ja, sie wollte zu einem unserer Gäste, aber... Name und Zimmernummer. Das tut mir leid, da kann ich Ihnen leider keinerlei Auskunft geben. Hören Sie, Ihr Gast liegt verletzt draußen vor der Tür. Soeben ist Anna Springer eingetroffen. Kennen Sie die? Die Chefin der Mordkommission. Die Chefin der Mordkommission? Genau, das bin ich. Was gibt's denn, Georg? Sie sind beide von der Polizei. Nein, nur ich. Warum? Wer stellt denn hier die Fragen? Also Name und Zimmernummer. Aber ein bisschen zackig. Peters, Zimmer 218. Na also, warum denn nicht gleich so? Was ist? Wollen Sie noch was sagen? Anna, komm jetzt. Dieser Overbeck. Wie ein rohes Ei sollte er Johanna behandeln. Und was macht er? Ich hatte wirklich noch nie einen Nervenzusammenbruch. Noch nie, aber... heute... Wo fahren wir eigentlich hin? Was willst du mir zeigen? Es gibt einen komischen Zufall. Der Mann, den Overbeck über den Haufen gefahren hat, der hat so ein Foto. Ah, hier ist es. Tja, Observation beendet. Tja, Kira, das Ganze läuft nach einem ziemlich ausgeklügelten Computersystem, aber letzten Endes ist es ja nur eine Routineprüfung. Das will ich hoffen. Wir Kiras bauen schon seit über 60 Jahren das Maschinenhund. Carla, das sind Sie ja. Das ist Herr Thal... Kötter. Steuerfahndung Münster. Frau Bärhenke. Frau Bärhenke hat Prokura. Sie wird Ihnen bei allen Fragen weiterhelfen können. Ich werde mein Möglichstes tun. Da bin ich mir sicher. Und du hast ja also beschattet. Ja. Bis hierher. Ja, bis zur Halle. Oh mein Gott. Nein. Was ist denn? Wie lange laufe ich denn so schon rum? Naja. Ich glaube es nicht. Was für ein Tag. Nein. Sag mal, verwischst du da nicht möglicherweise Spuren am Tatort? Was soll da noch groß zu verwischen sein? Ein typisches Beziehungsdrama. Glaubst du? Klar. Die Sachlage ist eindeutig. Untreue Ehefrau trifft ihren Liebhaber im Hotel. Es kommt zum Streit. Liebhaber verliert die Nerven und... jünger in 60 Minuten. Na toll. Wie ich bereits mehrfach betont habe, es war Gefahr im Verzug. Sie haben bei Ihrem Einsatz fast zwei Menschen getötet. Bitte keine voreiligen Schlüsse, das werden die Ermittlungen ergeben. Aber Sie saßen am Steuer. Es handelte sich um eine Signalfahrt. Mit Blaulicht. Würden Sie da fahren wie eine Oma am Rollator? Im operativen Geschäft. Noch dazu bei Gefahr im Verzug. Fährt man eben schnell. Da kann auch schneller was passieren. Das ist schlimm, das tut mir auch leid. Aber das sind eben... das sind unvermeidliche Begleitschäden. Sie meinen Schäden, die man billigend in Kauf nehmen muss? Ja, genau. Das ist... unser harter, erbarmungsloser Polizeialltag. Wollen Sie damit sagen, wenn eine unbeteiligte Person durch Ihr Verschulden schwer verletzt wird, dann Sie ist wissen das... doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie wittern hier doch nur die große Story, oder? Enthüllungsjournalismus, was? Riskieren Sie täglich Ihr Leben? Nein. Sie schlafen nachts ruhig, Sie leben in Sicherheit, während ich ja das große Ganze im Auge habe. Meinen Sie, ich finde das toll, wenn mir irgendwie so ein Bödel vor die Karre läuft? Moment mal, bringen Sie ja nicht etwas durcheinander? Außerdem, ich muss jetzt weg. So, wie gewünscht... die Spesenabrechnung vom dritten Quartal. F. F.
vom dritten. Ich wollte die Abrechnung vom zweiten Quartal. Sie wollten die vom dritten und da sind Sie. Hören Sie, Frau Bär-Henke, ich kann mich ziemlich genau daran erinnern, dass ich zu Ihnen gesagt habe, ich hätte gern die Abrechnung vom zweiten Quartal. Hätten Sie das gesagt, Herr Thalkötter, hätte ich Ihnen noch das zweite Quartal gebracht. Mein Name ist Thalkötter. Kötter mit zwei T. Ach ja, wie schade, es war so leicht für mich zu merken. Was? Als Eselsbrücke, Ihr Name. Wovon reden Sie? Ein Hund, der durch das Tal streunt und überall hinpinkelt. Daran dachte ich bei Ihnen, also bei Ihrem Namen natürlich. Ja, danke, es langt. Und jetzt bringen Sie mir bitte sofort die Belege vom zweiten Quartal. Nein. Ach, Sie bringen sie mir nicht. Nein. Die Belege vom zweiten Quartal, die haben Sie schon. Sie liegen dort, direkt vor Ihnen. Ach so, ja. Na, dann ist ja gut. Erschossen. Ja. Vom eigenen Liebhaber. Möglicherweise. Was heißt möglicherweise? Sie haben mal gesehen, wie die beiden zusammen ins Hotel sind. Ja, aber es gab ja diesen Unfall direkt vor dem Hotel und... Was interessiert mich dieser Unfall? Ich bezahle Sie. Und ich will wissen, wer der Mann war, mit dem Sie ins Hotel ging. Sie klingen nicht gerade wie ein trauernder Witwer. Elvira war eine besondere Frau. Ich habe sie sehr geliebt. Bis heute. Ich will alles. Alles über den Mörder wissen. Alles. Wilsberg. Was Sie da getan haben, war ein großer Fehler. Ich bin immer noch am Leben. Nur Ihr Killer ist jetzt wohl etwas außer Form. Wenn Sie jetzt nicht auf meine Forderungen eingehen. Ich werde die Story schreiben. Ich habe die Beweise. Dann denken Sie drüber nach. Ich gebe Ihnen nicht mehr viel Zeit. Peter, was haben Sie denn gesteckt? Unser Redaktionsschluss interessiert wohl auch nur noch am Rande, oder? Ich war auf Recherche. Recherche? Was muss man denn für die Sitzung des Gewerbevereins Hiltrup-Russ recherchieren? Mann, Peter, Sie waren mal einer meiner besten Leute. Ihr Polizeiraser fährt Amok in der Innenstadt, das wäre früher Ihre Geschichte gewesen. Da bin ich dran. Ich war dabei, ich kenne die Hintergründe. Und wo ist die Story? Ich brauche noch ein paar Tage. Morgen. Ja, ich weiß. Bei Ihnen ist immer alles morgen. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden. Sie wittern hier doch nur die große Story, oder? Enthüllungsjournalismus, was? Riskieren Sie täglich Ihr Leben? Oh mein Gott. Nein. Sie schlafen nachts ruhig. Sie leben in Sicherheit, während ich ja das große Ganze im Auge habe. Meinen Sie, ich finde das toll? Das große Ganze? Hat er eben das große Ganze gesagt? Ja, sowas Ähnliches. Meine Tochter liegt im Koma, ein haarloser Passant liegt schwer verletzt auf der Intensivstation und der redet vom großen Ganzen? Wissen wir denn jetzt, wer der Mann überhaupt ist? Ja, Overbeck. Ich meine den Passanten. Ach so, nein, da ermitteln wir noch. Herr Landau, Sie haben mein vollstes Verständnis und mein Mitgefühl. Allerdings war es nur dieser eine klitzekleine lokale TV-Sender, der heute darüber berichtet. Ja, und morgen? Dann kommen die großen Sender, dann kommen die Revolverblätter und das halbe Internet. Es wird ein solcher Skandal, davon werden wir uns in 20 Jahren nicht erholt haben. Zwischen uns beiden herrscht vollständiges Einvernehmen, Herr Landau. Es ist klar, dass solche Aussagen nicht hinnehmbar sind. Aber unsere Presseabteilung... Der muss weg. Wer? Dieser Overbeck. Der muss verschwinden, weg von der Bildfläche. Irgendwo hin, wo ihn keiner vermutet, keiner sucht und keiner findet. Ja, aber wohin? Das weiß ich auch nicht. Aber bei sich zu Hause darf der auf keinen Fall bleiben. Da suchen die den als erstes. Und wir brauchen jemanden, der auf ihn aufpasst, der ihn quasi vor sich selber schützt. Ja gut, aber wer? Hallo Anna, ich war gerade in der Nähe. Was ich ganz vergessen hatte, dir zu zeigen, ist dieses Foto. Das hatte der Mann bei sich, den Overbeck über den Haufen gefahren hat. Störe ich? Nein, nein, du störst nicht, Georg. Und ganz im Gegenteil. Was meintest du? Wo hast du das Foto her? Ja, von dem Mann vor dem Hotel. Ist ihm aus der Tasche gerutscht. Und du hast es genommen und eingesteckt? Naja, zugeflogen ist es mir nicht. Das ist vorsätzliche Unterdrückung von Beweismitteln. Der Gesetzgeber sieht dafür eine Freiheitsstrafe vor. Nicht unter einem Jahr. Ich bin hergekommen, um dir zu helfen. Dein Geständnis ist ehrenwert, lieber Georg, aber ich kann nicht umhin, noch heute ein Strafverfahren gegen dich einzuleiten. Ich darf mich verabschieden. Also, was willst du? Overbeck. Er zieht bei dir ein. Irre witzig, wir haben alle gelacht. Also, was willst du wirklich? Er wird für die nächsten 4-5 Tage bei dir untertauchen und du garantierst, dass er in dieser Zeit keinen Blödsinn macht. Willst du meine Antwort hören? Nein, der Umzug läuft morgen früh. Niemals, unter keinen Umständen.
Es wird Zeit, Overbeck. Brauchen noch Ihre Dienstwaffe. Ja, ja. Nix, ja, ja. Wo ist sie denn? Das weiß ich nicht so genau. Ah, das sollte Ihnen aber bald einfallen. Sehr bald. Hallo, Gea. Schöner Tag heute, ne? Wunderschön. Das ist Overbecks Autoschlüssel. Du bürgst mir dafür, dass er keinen Meter mehr fährt. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Haben Sie vergessen, Overbeck? Nur damit Sie es wissen. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich auch nicht. Das ist rein beruflich. Ich folge nur einer dienstlichen Anweisung. Ich ebenso. Was ist denn das? Ein Fernseher. Sowas gibt's bei mir nicht. Ich weiß, deswegen habe ich ihn ja mitgebracht. Irre? Was machen Sie denn da? Ich baue mein Bett. Ja, aber doch nicht hier, mitten im Laden. Hier ist Platz. Hier verkaufe ich Bücher. Das ist hier ein Antiquariat und kein Campingplatz. Ich führe nur eine dienstliche Anweisung aus. Aber doch nicht hier vorne. Sie vergrauen mir die ganze Kundschaft. Kundschaft? Welche Kundschaft? Sie schlafen hinten. In der Küche. Wo? Ich finde, da stört es jetzt am wenigsten. Aber ist doch direkt vor dem Kühlschrank. Da ist ja eh nichts drin. Na und? Was ist, wenn ich mal einkaufen gehe? Das wäre ein ganz besonderer Tag, Georg. Bin vorne im Laden. Ich folge hier übrigens nur einer dienstlichen Anweisung. Ah ja? Ich dachte, Sie sind längst suspendiert. Suspendiert? Tja, bei den Schlagzeilen. Polizei fährt Amok? Die Unterzeile ist noch viel besser. Beamter hält Schwerverletzte für Begleitschäden. Ja, da muss man natürlich sofort eine Gegendarstellung verlangen. Aber ich bin mir sicher, das hat die Anwalt längst in die Wege geleitet. Hm? Anwalt? Ich weiß, du wachst wieder auf. Du wirst wieder aufwachen und alles wird wieder so wie früher. Dafür wird jemand bezahlen. Das schwöre ich. Danke. Der Zucker fehlt. Haben Sie was? Das mit dem Zucker, das tut mir leid. Ich habe gerade erfahren, dass eine Mitarbeiterin von uns gestorben ist. Was, eine Freundin von Ihnen? Wir kannten uns. Wir haben ab und zu Kaffee miteinander getrunken. Sie war eine Sekretärin aus der Buchhaltung. Da drüben, da auf dem Bild neben mir, da ist sie. Das war bei dem diesjährigen Firmenjubiläum. Was machen Sie da? Ich wasche ab. Abwaschen? Wieso? Weil ich hier schlafe und weil es gerochen hat. Wenn man schläft, riecht man nichts. Wo haben Sie eigentlich das ganze Zeug her? Haushaltsauflösung. Hier lag ein Brief. Ich brauchte Platz. Ja und? Sie können doch nicht einfach hier... Der Umschlag ist hier. Ups, der ist jetzt nass. Das sehe ich. Haben Sie den mal beschattet? Wen? Den Typen hier. Wieso? Kennen Sie den? Klar. Ah. Woher? Na, vom Dienst. Ach. Kollege? Sie blicken aber auch gar nicht durch. Also kein Kollege. Nein. Wie heißt er? Peters. Ingo Peters. War mal sowas wie der Polizeireporter für die Zeitung hier. Aus der Zeit kenne ich ihn. Arbeitet er noch bei der Zeitung? Keine Ahnung. Hat schon lange nicht mehr gesehen. Herr Overbeck? Was machst denn du da? Wir waschen ab. Wir? Gut, sind Sie soweit? Soweit für was?
fürs Mandantengespräch. Bitte was? Ja, unsere Kanzlei vertritt ab sofort die Interessen von Herrn Overbeck. Du? Du verteidigst Overbeck? Unsere Kanzlei, nicht ich. Bei einem Fall derartiger Brisanz. Aber das ist doch der Gipfel. Der Gipfel an Publicity-Geilheit. Nur um euren Namen mal in den Schlagzeilen zu sehen. Okay, ja, bitte. Wenn bestimmte Magazine dreimal am Tag über diesen Fall berichten... Und die beteiligten Anwälte interviewt werden... Dann ist das Journalismus auf unterstem Niveau, ich weiß. Aber dafür kann ich auch nichts. So können Sie sich jetzt bitte beeilen, meine Kollegen warten schon. Vergessen Sie das nicht. Wiederhören. Herr Peters? Ja? Kann ich Sie im Moment sprechen? Worum geht's? Es geht um Elvira Schmidt. Ach, nie gehört. Sie kennen die nicht? Nein, wieso? Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Wilsberg. Ich bin Privatdetektiv. So, schön für Sie. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Sollten Sie aber. Sie haben im Hotel Cosmos ein Zimmer gebucht. Ich? Ja. Haben Sie leider falsch recherchiert. Und waren dann dort mit Elvira Schmidt, dieser Frau hier. Hören Sie, ich bin Journalist, ich arbeite bei der Zeitung, ich bin an vielen Orten, ich treffe viele Leute. Aber die haben nicht anschließend alle ein Loch im Kopf. Haben Sie Angst vor Thorsten Schmidt? Vor wem? Thorsten Schmidt, Elviras Ehemann. Ehemann? Ja. Ich kenne all diese Leute nicht. Sicher? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Wilsberg. Antiquariat Wilsberg. Falls Sie doch noch was zu sagen haben... Würden Sie sich beeilen. Sind Sie Ingo Peters? Ja, verdammt. Darf ich Sie bitten, mitzukommen? Warum? Kriminalhauptkommissarin Springer möchte Sie sprechen. Anna? Wie bist du eigentlich auf Ingo Peters gekommen? Oh, das war schwierig. Der Meldezettel im Hotel, er hat ihn komplett ausgefüllt mit Namen und Adresse. Sie sind ja noch da? Ja, was kann ich dafür, wenn Sie so viele Landmaschinen verkaufen? Tja, die Agrarwirtschaft hat eben geboomt in den letzten Jahren. Ja, aber so wirklich viel verdient haben Sie ja trotzdem nicht. Nun ja, wie soll ich sagen, Herr Kehrer ist eben eher der konservative Unternehmertyp. Er hat sich in den letzten Jahren immer mehr und mehr zurückgezogen. Zurückgezogen? Ja, aber dann gucken Sie sich mal diese Reisekostenabrechnung an. Hier alles Flüge, Florida, Mauritius, Kapstadt. Das wären ja dann alles Urlaubsreisen, das kann ich so nicht akzeptieren. Herr Dahlkötter, wir haben Kunden in aller Welt. Ja, die Exportliste habe ich hier. Holland, Belgien, Schweiz. Und dann sind da auch noch einige Flüge für zwei Personen. Mr. Kehrer, Mrs. Schmidt. Was? Das kann ich gar nicht glauben. Hat er gestanden? Nein. Kennt er Elvira Schmidt? Ja, beruflich, von einer Jubiläumsfeier ihrer Firma. Welche Firma? Landmaschinenkehrer, Adresse steht im Telefonbuch. Aber wenn du glaubst, du könntest jetzt... Frau Springer, das ist unglaublich, das kam eben per Kurier. Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Suspendierung von Kriminalkommissar Overbeck. Dieser Typ, der fährt zwei Menschen ins Koma und statt Treue zu zeigen, dann nimmt er sich drei Anwälte. Mit vorzüglicher Hochachtung Alexandra Holtkamp. Ich schwöre Ihnen, diese Frau Holtkamp, die wird mich kennenlernen. Und zwar richtig. Du sagtest, die Adresse steht im Telefonbuch? Wie? Was? Welche Adresse? Na und? Vielleicht war sie ja wirklich die Geliebte von ihrem Chef. Sowas soll vorkommen. Georg. Ecki. Was machst du denn hier? Nichts. Steuerprüfung, Konto. Ich wollte nur kurz ins Personalbüro. Oh, da muss ich Sie enttäuschen. Wir haben derzeit keine freien Stellen. Nein, das ist ein Missverständnis. Georg Wilsberg, Privatdetektiv. Carla Wehrhenke, die Prokuristin der Firma. Ach. Privatdetektiv? Erschreckt Sie das? Nein. Es ist nur so, wir haben uns gerade über den Tod einer Sekretärin von ihr unterhalten, die möglicherweise eine Beziehung mit ihrem Chef hatte. Elvira Schmidt? Woher wissen Sie das? Und die hatte Verhältnis mit ihrem Chef? Ich kann es mir kaum vorstellen, aber möglich ist vieles. Die muss doch ganz hier in der Nähe gewohnt haben. Ja, das stimmt. Sie wohnt hier in der Nähe. Da ist jemand drin. Stimmt. Aber Elvira ist doch tot. Glauben Sie an Gespenster? Nein. Ich auch nicht. Haben Sie Angst? Nein, Sie?
Guten Abend. Verdammt, Wilsberg. Können Sie nicht klopfen? Was soll das werden? Eine Party? Wieso? Suchen Sie gerade was zu trinken? Was machen Sie denn hier? Ich kann in meiner Wohnung machen, was ich will. Ich weiß jetzt, wer Ingo Peters ist. Ich habe den Beweis, dass die beiden was miteinander hatten. Eine E-Mail von Peters und Elvira. Darf ich mal? Elvira ist keine gute Idee, irgendjemandem von der Sache zu erzählen. Ist einfach zu riskant. Nach vorne. Wer war denn das? Thorsten Schmidt, der Ehemann von Elvira. Ist was? Elvira war nie verheiratet. Sind Sie sicher, dass Elvira nicht verheiratet war? Ja, ich bin mir sicher. Wer war dieser Mann? Wo kommt der her? Keine Ahnung, habe auch nur seine Handynummer. Und er hat nichts mit Ihrer Firma zu tun? Nein. Da ist ja auch so ein Kalender. Was? Ja, den bekommt jeder Mitarbeiter jedes Jahr von der Firma. Aber der Monat stimmt ja nicht. Wir haben ja nicht August. Ach, Ecki! Trecker von hinten, Trecker von vorne. Was ist das denn? Sieht aus wie eine technische Zeichnung. So aus Ihrer Firma, Carla. Ja, das ist das Fahrgestell von unserer Mähdresche mit den Steuerungsmodulen. Wir haben ein Patent darauf. Hat sich denn Frau Schmidt mit sowas befasst? Na, eher nicht, oder? War doch in der Buchhaltung tätig. Stimmt das? Ja. Glauben Sie denn, das hat etwas mit Ihrem Tod zu tun? Jetzt würde ich gerne mal das Büro von dieser Frau Schmidt sehen. Was jetzt? Da ist doch um die Uhrzeit kein Mensch mehr. Eben drum. Alles okay? Ja, ich kann nur langsam nicht mehr. Der erste Tod von Elvira und dann die Steuerfahndung, jetzt ein Privatdetektiv. Mir wird das alles zu viel. Ich glaube, ich mich nach Hause. Nein, von denen war es keiner. Sie sind sicher, dass keiner von denen Zimmer 218 gebucht hat? Der Mann, der sich Ingo Peters nannte, ist nicht dabei, nein. Na gut, dann eben nicht. Ich bin's. Sie werden mich einfach nicht los. Guten Abend. Mein Name ist Wilsberg, Steuerfahndung, Finanzamt Münster, Römisch 1. Ein Kollege von mir hat wichtige Unterlagen hier vergessen in der Buchhaltung, im Büro von Elvira Schmidt. Schön. Dauert nur 5 Minuten. Ich weiß es nicht, ob... Wir brauchen die Akten heute bis Mitternacht, sonst endet eine wichtige Einspruchsfrist und Ihre Firma muss 3 Millionen nachzahlen. Wenn Ihr Chef dann erfährt, wem er das zu verdanken hat, dann... Guten Abend, Herr Kehr. Guten Abend. Wer sind Sie? Mein Name ist Wilsberg. Und was machen Sie hier? Steuerfahndung. Finanzamt Münster, Römisch 1. Mein Kollege benötigt dringend eine Akte. Welche Akte? Diese Akte. Darf ich mal? Bitte. Und die braucht der Kollege unbedingt jetzt, mitten in der Nacht? Ja, es geht um eine dringende Fristverlängerung. Fristverlängerung. Für Putzmittelrechnungen des Reinigungspersonals. Ja, genau. Gemäß § 17 Absatz 6 der Gewerbesteuerverordnung
ist die Rechtmäßigkeit der Absetzbarkeit im Hinblick auf die dauerhafte Abschreibefähigkeit zu überprüfen. Ich würde gerne Ihren Dienstausweis sehen. Sie haben doch einen Dienstausweis. Nein. Wieso? Es war Gefahr im Verzug. Sie haben bei Ihrem Einsatz fast 2 Menschen getötet. Bitte keine voreiligen Schlüsse, das werden die Ermittlungen ergeben. Aber Sie saßen am Steuer. Es handelte sich um eine Signalfahrt mit Blaulicht. Würden Sie da fahren wie eine Oma am Rollator? Im operativen Geschäft. Noch dazu bei Gefahr im Verzug. Fährt man eben schnell. Da kann auch schneller was passieren. Aber das sind eben, das sind unvermeidliche Begleitschäden. Sie meinen Schäden, die man willigend in Kauf nehmen muss? Ja, genau. Das ist unser harter Erwartung. Wollen Sie damit sagen, wenn eine unbeteiligte Person durch ihn... Ist geschlossen. Mach auf! Ist wichtig. Ich muss zu Wilsberg. Der ist nicht da. Wo kommt er denn wieder? Keine Ahnung. Wir kennen uns doch. Ich bin Peters. Ingo Peters. Von der Zeitung hier in der Stadt. Und du bist, Mordkommission, richtig? Das ist doch ein Trick. Wie? Sie wollen mich aushorchen. Für irgendwie so eine Scheißgeschichte in Ihrem Blatt? Blödsinn. Ich hab dich nie in die Pfanne gehauen, auch damals nicht. Wie? Immer wenn wir zusammen eingesoffen haben. Danach bist du sternhagelvoll immer noch ans Steuer. Ist doch lange her. Stimmt. Jetzt wohnst du hier? Nein. Wilsberg ist dein Freund? Nur vorübergehend. Ihr kennt euch? Naja, wir kennen uns. Ist ein guter Bulle, Overbeck. Ist mir damals schon aufgefallen. Schnell bei allem. Schnell mit der Karre, schnell mit der Knarre, schnell in der Kiste. Ist kein Wunder, dass die Sessel vorzeitig nicht zum Chef machen. Sag mal, dieser Wilsberg, kann man ihm trauen? Na ja. Ist kein krummer Hund? Wie man es nimmt. Weißt du, ich habe nämlich ein kleines Problem. Deswegen suchen Sie einen Detektiv? Aber ich brauche irgendwie Schutz, verstehst du? Obwohl, eigentlich, vielleicht würde auch ein Anwalt reichen. Ja, eigentlich wäre ein Anwalt besser. Ja, kennst du vielleicht irgendeinen Anwalt, der irgendwie zuverlässig ist? Ein Anwalt? Ich kenne da so eine Kanzlei. Eine Kanzlei? Und? Hast du dich genug ausgeholt? Hallo, Anna. Du solltest auf Overbeck aufpassen. Los, komm. Komm mit, hopp. Ich gebe ja zu, so richtig macht das mit diesem Konstruktionsplan keinen Sinn. Doch. Wenn du glaubst, dass diese Frau nicht wegen einer Liebesaffäre getötet wurde, sondern weil sie Mähdrescher geklaut hat. Ja, vielleicht hatte sie ja was mit diesem Firmenchef, diesem Kehrer. Kehrer hat dich angezeigt wegen Einbruch, Amtsanmaßung, Diebstahl, Nötigung. Und nur weil ich dich erstmal aus der Zelle geholt habe, heißt das noch lange nicht, dass du aus dem Schneider bist. Eine Stunde habe ich auf diesen Staatsanwalt eingeredet. Eine Stunde. Oh, das sind doch alles nur Nebenschauplätze. Ach, Nebenschauplätze nennst du das? Dann rate ich dir dringend, such dir einen Anwalt für diese Nebenschauplätze. Und such dir einen guten. Hallo. Herr Peters? Ja. Wir haben vorhin telefoniert. Genau. Nehmen Sie ruhig Platz. Man hat es mir empfohlen. Als besonders engagiert und zuverlässig. Tja, schön. Worum geht's denn? Ich möchte Ihnen etwas anvertrauen. Nur zu. Ich bin ganz Ohr. Also? Das dann. Was ist das? Ein Umschlag. Ja, natürlich. Ich meine, was enthält er, wenn ich fragen darf? Ein paar Unterlagen. Gut. Sie sollen sie für mich aufbewahren. An einem sicheren Ort. Bis auf Weiteres. Ja, wie auch immer. Bei uns sind Ihre Unterlagen völlig sicher. Ich soll was? Ein Antrag auf Klageabweisung mit der üblichen Begründung. Vielleicht erweitert durch eine Unterlassungsklage. Weißt du, was das kostet? Was ist denn das? Das unterliegt anwaltlicher Schweigepflicht. Der Schweigepflicht hast du bis heute nicht richtig verstanden. Müssen wir denn? Wieso willst du nur das wissen? Ingo Peters, ich kenne den Mann. Ja, natürlich.
Er hatte was mit Overbecks Unfall zu tun. Fairer Deal. Mein Wissen gegen deins. Du fängst an. Der Mann, den Overbeck über den Haufen gefahren hat, der hat ein Foto von Elvira Schmidt dabei. Das ist ja ungeheuerlich. Ein richtiges Foto. Mensch, und Peters kannte die Schmidt. Mag sein. Worum geht's denn in dem Vorgang? Ich habe keine Ahnung. Wir sollen diesen Umschlag für Peter sicher aufbewahren. Das ist alles. Mehr kann ich dir nicht sagen und mehr weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, was immer da drin ist, hat was mit dem Mord zu tun. Wenn ich einen kleinen Blick reinwerfe, so ganz zufällig, während du einen Kaffee kochst. Finger weg. Ich koche keinen Kaffee, weil mich das nicht nur meinen Job, sondern auch meine Zulassung kostet. Und was das bedeutet, das weißt du ja. Das heißt, dieser Umschlag darf nie mehr geöffnet werden? Doch, natürlich. Im Rahmen einer offiziellen polizeilichen Ermittlung. Oder wenn es Peters dir erlaubt. Ich sag's ja. Zu viele Paragraphen verderben den Charakter. Holtkamp? Ja. Oh. Ja, ich bin sofort bei Ihnen. Ach du Scheiße. Sie hatten Besuch. Wer? Peters. Peters war hier? Ja, kurz. Was wollte er? Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Der war besoffen. Hat nur blödes Zeug geredet. Blödes Zeug? Ja, da haben Sie beide sich ja prächtig verstanden. Hören Sie, die Springer ist gegen mich. Landau ist gegen mich. Sie sind gegen mich. Zwei Menschen sind wegen mir im Krankenhaus. Ich darf nicht mehr in meine Wohnung. Ich habe meinen Job verloren und meinen Führerschein. Und trotzdem mache ich hier Ihre Küche sauber. Hier war immer alles sauber. Ja? Ich bin außer Haus. Hallo, Herr Overbeck. Wollt ihr zu mir? Naja, unsere Kanzlei, also die Kollegen, haben etwas recherchiert und dabei sind neue Fragen aufgetaucht. Ach ja? Sagen Sie, die Gefahrenverzug, auf die Sie sich die ganze Zeit berufen. Kann es sein, dass es nur ein falsch geparkter Lieferwagen war? Die Polizei. Verkrachter Journalist. Betrunken. Deprimiert. Zieht die Bilanz seines Lebens um. Du glaubst doch nicht wirklich, dass es Selbstmord war. Vielleicht war es auch ein Unfall. Es werden die Ermittlungen ergeben. Anna, aber da war jemand. Ich habe genau gehört, dass... Ja, gehört, aber nichts gesehen. Und ich sehe weit und breit kein Motiv für einen Mord. Und wenn es eins gibt, dann werden es... Dann werden es die Ermittlungen ergeben. Du bist lernfähig. Ich suche sie schon den ganzen Tag, Frau Springer. Overbecks Anwälte, das heißt, der Chef der Kanzlei hat mich angerufen. Wahrscheinlich werden wir das Mandat niederlegen. Irgendwie hat dieser Overbeck den völlig verrückten Lügen aufgetischt. Auf jeden Fall sollten wir sofort unsere Strategie für morgen früh festlegen. Gut, ja. Ich bin ja allerdings noch mit der Spurensicherung beschäftigt. Apropos Spurensicherung, wissen wir inzwischen, woher die Cremereste aus dem Waschbecken vom Holzschalzimmer stammen? Und dieser schwer verletzte Fußgänger, haben Sie endlich herausgefunden, wie der heißt? Noch nicht, aber wir sind dran. Was heißt dran? Dran heißt nicht am Ziel, dran heißt irgendwo hinten dran. So wird das nichts, Frau Springer. Wenn wir das ramponierte Ansehen der Polizei wiederherstellen wollen, dann reicht dran einfach nicht. Was ist? Haben Sie nichts zu tun? Romantisches Plätzchen. Ich war früher immer gerne hier. Früher? Sind Sie sicher? Was gibt's? Sie haben da was liegen lassen. Bei Ingo Peters. Und? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Was soll denn passiert sein? Ingo Peters ist tot. Fenstersturz. Sie machen Witz.
Sie waren noch bei ihm, oder? Ja. Warum? Was genau haben Sie von ihm gewollt? Ich wollte ihn fragen, warum hast du Elvira umgebracht? Hattest du vor, dich auch zu erschießen? Warum hast du es nicht getan? Erzähl mir von dir und deinem ganzen armseligen Leben. Und hat er Ihnen geantwortet? Nein, hat er nicht. Dann haben Sie ihn gepackt und aus dem Fenster gestoßen. Wilsberg. Ich dachte mal, Sie sind ein guter Detektiv. Nein, Peters hat mich nur angewidert. Bin einfach gegangen. Einfach gegangen? Ja. Peters saß sturzbesoffen in seinem Sessel, als ich die Wohnung verließ. Vielleicht hat er ja später noch aus dem Fenster gekotzt und ist dabei... Klingt nicht gerade sehr mitfühlend. Ich weiß, ich habe eine etwas harte Schale. Aber ich will ihm was sagen. Im Grunde meines Herzens bin ich ein Romantiker. Immer wenn ich vom Winde verweht sehe, dann muss ich heulen. Ich habe den Film oft gesehen. Das letzte Mal mit Elvira. Wissen Sie, einige Ihrer Lügen könnte man fast glauben. Fast. Aber diese hier war zu dick. Sie waren nie mit Elvira Schmidt verheiratet. Wie bitte? Wer sind Sie wirklich? Mein Name ist Thorsten Schmidt, ich bin der Ehemann von Elvira. Tja, das wird sich herausstellen. Wohl besser, ich verschwinde eine Zeit lang. Dann werden Sie erst recht zum Hauptverdächtigen. Sie sollten sich stellen und eine Aussage machen. Vielleicht. Mit extra viel Zucker, langsam weiß ich ja um Ihre Vorlieben. Weil ich der Besuch in Elvira Schmidts Wohnung wäre. Wir hätten Ihnen das nicht zumuten sollen. Ach, nein, ist schon gut. Sie haben sich verändert seitdem. Sie machen sich Gedanken, nicht wahr? Wissen Sie, das ist eine Firma mit einer sehr langen Tradition. Eine kleine heile Welt. Und plötzlich, da passiert sowas. Wie, Sie glauben, Elvira wurde vielleicht wegen dieser Sache hier getötet? Wegen einem Mähdrescherplan? Ich weiß, das ergibt keinen Sinn, aber der Gedanke lässt mir trotzdem keine Ruhe. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Wie denn? Naja, wir gehen in Elviras Büro und sehen alles durch. Und wenn jemand fragt, sagen wir, das ist im Rahmen der Steuerprüfung.